Kehr zurück, bevor es zu spät ist. Wohin? Zu Allah. Wer ist Allah? Mein Gott. Wer ist dein Gott? Allah. Der einzige. Wer ist Allah? Wer ist Allah? Es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Wer ist Allah? Sallallahu alaihi wa sallam ist sein Gesandter. Simsalabim, ich weiß. Wer ist Allah? Nix Simsalabim. Wer ist Allah? Mein Gott. Wer ist dein Gott? Hey, bist du dumm? Seht ihr, Leute? Er wusste nicht mal, wer Allah ist. Mein Gott. Wer ist dein Gott? Allah. Wer ist Allah? Mein Gott. Wer ist dein Gott? Allah. Habt ihr verstanden, Leute? Wisst ihr jetzt die Theologie und die Intelligenz des Islams, Leute? Null Sinn. Null. Die wissen es selber nicht mal. Jetzt versteht ihr, warum ich das sage. Null. Einfach. Null plus null, null. Null plus null, null. Null. Einfach null. Kehr zurück, bevor es zu spät ist. Zu wem sollen wir kehren? Zu einem Gott, der sich nicht mal vorstellt. Sahih al-Bukhari 3. Bam, der wird gewillt. Ja! Ja! Suche, wir waren da ja auch nie angekommen. Die Muslime waren damals wahrscheinlich Juden oder Christen. Lies mal Sahih al-Bukhari 3. Du siehst, wie der. Und dann willst du mich einladen zu deinem Gott. Dankeschön. Du hast mich so erleuchtet. Sahih al-Bukhari 3. Jeder soll das lesen. Schmieren Gammelhonig im Mund und wollen uns überzeugen. Von was willst du mich überzeugen? Von was willst du mich überzeugen? Von einem Engel, der Mohammed in der Höhle will. Hey, komm, wie willst du mich überzeugen? Das Evangelium Gottes war doch schon da. Was willst du mich überzeugen? Kehre um vor wem? Vor Satan. Ich soll also mich bekehren und Satan annehmen, oder was? Hey, Mann. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja... Ich wurde heute erleuchtet. Danke, danke. Ja, Pieks, mein Lieber, jetzt. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist... Mal erstens, wie redest du? Zieh Peace, mal keine Mann. Anderen Religionen erstens in den Dreck. Guck mal, Jesus wurde gesehen. Wie soll man überhaupt Gott sehen? Hat ein Mensch Menschen erschaffen oder was? Sag mal. Komm, sag mal. Hat ein Mensch Menschen erschaffen? Guck mal, ich sag jetzt mal eins. Wenn du schon andere Religionen in den Dreck ziehst, dann wirst du schon deine Strafe bekommen, sondern von Allah. Wie wär's Allah? Darf nicht jeder an das glauben, was er will? Sag mal, was bist du denn für ein Christ, dass du andere Religionen in den Dreck ziehst? Kopftuch werde ich schon tragen, wenn ich mich dafür bereit fühle. Jetzt blamiert sie sich, dein Vater blamiert sich, du Hurensohn. Geh mal deine Mutter lecken, du Bast. Also, erstmal mein Beileid, ja. Geh mal deine Pfanne, meine Matschi, meine Matschka, ja, das ist die normale Muslima, die ich jemals kennengelernt habe. Yes, geh mal deine Genau. Wow.
Leute, wir wurden so erleuchtet. Wow. Ey, Leute, ich bin erleuchtet. Ich bin erleuchtet, Leute. Wow. Wir sind so erleuchtet, Leute. Ich komme nicht drauf klar. Die wurde so gut erzogen. Boah. Ey. Danke. Ja. Peace, hast du noch eine Frage? Ansonsten nehme ich da jemand anders hoch. Ne? Nein, Bruder, keine Frage. Nur Gottes Segen und auch die anderen, denen es nicht so gut geht. Ja. Wünsche ich, dass der Herr Jesus Christus in ihr Leben tritt, er sie in Träumen begegnet. Auf jeden und sie die Wahrheit spüren. Und dass wir uns alle am Ende unseres Tages woanders wiedersehen. Auch die, wenn wir das Evangelium erstmal den Herrn. Ja. Wenn wir das Evangelium Gottes annehmen und weiterhin sein Wort verkünden, dann auf jeden Fall kommen wir alle ins Paradies und werden die Ewigkeit mit Gott genießen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, dir auch, Peace. Mach's gut. Mach's gut. Rack, meine Schwester, wie geht's dir? Rack. Wir hören dich nicht. Hallo? Okay, ich glaube, die Schwester hört mich nicht. Okay. Jetzt, hallo, Ryan. Hallo, ich habe eine Frage. Ja. Könntest du mir Hosea 1:2 beantworten? Nummer 1, erstmal, wenn du reinkommst, begrüßt du die Leute. Nummer 2, frag mich doch erstmal, was für Themen wir haben. Nummer 3, begrüße doch erstmal richtig. Ich habe doch Hallo gesagt. Hast du die Leute, die Mitmenschen hier begrüßt? Hä, ein Hallo für alle? Habe ich doch gesagt. Jetzt. Genau. Und ja. Nummer vier, was mich so gerne interessiert, wenn du diese Bibelstellen bringst, könntest du mir erstmal sagen, ob du deine Religion überhaupt selber kennst? Naja, ich bin ja neu drin, aber ich bin jetzt auch kein Gelehrter. Okay, und wie willst du dann Bibel verstehen, wenn du dein eigenes Buch nicht verstehst? Ich kann das nicht so gut verstehen. Also du kannst ja auch mein Buch nicht so richtig verstehen. Deswegen debattierst du ja auch dagegen. Du musst es ja auch verstehen. Also hast du eigentlich gar keine Frage, sondern du bist reingekommen, um zu ich widerlegen. Ich habe nur eine Frage. Nein. Hast du nicht gerade selber gehört, was du gesagt hast? Doch, ich habe es gehört. Ich habe nur gesagt. Du hast gerade eben gesagt. Deswegen debattierst du nicht und deswegen verstehst du auch mein Buch nicht. Also kommst du schon heuchlerisch hier rein? Genau deswegen. Wie heuchlerisch? Hä? Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, verstehst mein Buch. Verstehst du den Koran? Woher willst du wissen, dass ich dein Buch verstehe? Eine Frage. Ja. Verstehst du den Koran? Okay, Sure 19, Vers 83. Was versteht man darin? Kannst du es mir mal laut vorlesen? Nein. Guck, du verstehst den Koran nicht. Genau deswegen debattierst du auch dagegen. Du musst es verstehen. Was ich debattiere? Ich verstehe den Koran nicht. Du verstehst dieses Buch gar nicht richtig. Er bringt dir doch gerade Verse, die du erklären sollst. Warte mal, ganz ich kurz. Ich bringe auch einen Vers, aber er geht darauf nicht ein. Ryan. Du hast dich selber gebostet in einem Satz, das hast du nur nicht gecheckt. Hä? Ich habe gefragt, wenn du den Islam verstehst. Okay, guck mal, wir machen das fair sogar. Guck mal, wir machen das sogar sehr fair. Nimm mal dein Koran, ich nehme jetzt meine Bibel. Wir machen jetzt ein Koran-Bibel-Debatte. Komm, hol mal dein Koran. Wir machen das sogar sehr fair. Warte, ich hab gerade kein zweites Handy bei mir. Ich muss aus der App raus sonst. Dann hol und dann machen wir mal ein was ganz Gemütliches. Dann bin ich mal gespannt. Ey, ich habe nur eine Frage, ja, du sollst ja nur auf meine Frage das eingehen, ich wollte schon runter. Das machen wir gleich. Geh nicht weg, bleib bitte hier. Hä? Ich darf nicht auf irgendwelche Suren ein und ich darf nicht irgendwas von mir aussagen, ich bin ja auch kein Christ. Okay, dann komm wieder, wenn du Ahnung hast, dankeschön. Okay, alles klar, danke. Habt ihr gemerkt, Leute? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Wenn du nicht mal deine eigene Religion verstehst, dann frägst du aber eine Bibelstelle, wie willst du dann die Bibel verstehen? Seht ihr Leute, wie die sich selber bosten? Die bosten sich selber, das merken die gar nicht.
Ja? Wisst ihr, Leute, ich erzähle euch mal was. Wisst ihr, warum ich diese Fragen mache? Sie wollen nur über die Bibel reden. Und ich sage euch mal, warum sie über die Bibel nur sprechen wollen. Sie können ihre Religion nicht verteidigen. Darum geht es. Und sie wissen ganz genau, sobald man über den Koran spricht, oh ja, aber ich wollte doch über die Bibel. Hey, du bist doch in den christlichen Stream. Überzeug uns doch mal von deiner Religion. Überzeug uns doch mal von deiner Religion. Warum rennst du weg? Warum willst du nicht über den Koran reden? What is wrong? Traust du dich nicht? Willst du nicht über den Koran reden? Hey, komm schon, Mann. Was ist los? Ja, was ist los? Du willst nicht über den Koran reden. Eieieiei. Hat ja wohl einen Grund, warum du nicht über den Koran sprechen möchtest, weil du keine Ahnung hast. Leute, ich sag euch jetzt mal was. Hört mir gut zu. Wisst ihr, warum sie nicht über den Koran sprechen wollen? Weil das Problem löst sich nicht. Danke, Vio. Das Problem löst sich nicht. Das Problem wird Vers zu Vers immer schlimmer. Deswegen können sie es auch gar nicht beantworten. Egal wie. Sie wollen nur biblische Fragen stellen, ja? Aber Koran? Nein, das wollen sie nicht. Sie wollen nur Bibel, 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 Bibel. Also wer auch immer hier hochkommt, seid euch zu 100%ig sicher, ihr sollt uns überzeugen. Ich muss nicht hier mein Buch beweisen. Ich muss gar nichts beweisen. Wir haben die letzten Monate biblische Fragen so oft beantwortet. So oft. Jedes Mal, wenn die zu uns kommen, müssen wir immer die Bibel verteidigen. Nein, jetzt mal andersrum. Sobald wir Fragen stellen, das wollen sie gar nicht. Sie rennen sofort zur Bibel. 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 Ja, was ist denn mit deinem Koran? Ich dachte, dein Koran ist die Wahrheit. Ja, was ist denn los? Dein Koran ist doch die Wahrheit. Warum nur die Bibel? Ja, komm schon. Rede mal über deine Religion. Überzeug uns doch mal. Warum immer Bibel? Überzeug uns doch mal. Doni, ich küsse dein Herz. Jeder, der eine Anfrage stellt, seid euch sicher, kommt mit dem Koran. Biblische Fragen werden nur beantwortet, wenn diese Person wahrhaftig auch danach sucht und sagt, hey, ich verstehe das nicht. Wir haben hier einen Moslem gehabt vor 3 Tagen. Der ist hier reingekommen, der ist aber ehrlich reingekommen. Er hat selber gesagt, ich bin Moslem, aber ich habe eine biblische Frage. Und ich habe ihn gefragt, ja, suchst du? Ja, ich suche. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat klipp und klar gesagt, hey, das verstehe ich nicht, bitte erklär's mir. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er hat normale Fragen gestellt und nicht diese speziellen Hosea und das sind heuchlerische Fragen. Das hat er irgendwo bei der Gummibärbande gehört, jetzt kommt der Herr und stellt diese Fragen. Er ist nicht ehrlich. Das hört man sofort raus. Einer, der sucht, der stellt klare Fragen und sagt, hey, ich zweifle an den Koran. Vor 3 Tagen hatten wir einen Bruder hier drin gehabt, den Adam, der hat gezweifelt. Der hat gesagt, hey, bitte erklär's mir. Ich habe ihm so viele Fragen beantwortet in der Bibel, wie auch möglich. Weil er ehrlich war. Weil er ehrlich war. Ja, ich habe eine biblische Frage. Du kennst dich doch sowieso mit dem Koran nicht aus. Und deswegen gehst du auch nicht in Debatten. Warum soll ich mit euren Leuten debattieren, wenn... Guck mal, Hamdi wusste nicht mal, dass eine Kohle und ein Stein, dass sie voneinander getrennt sind. Das wusste euer Hamdi nicht. Euer bester Mann hier drinnen in TikTok, euer bester Gelehrter, wusste nicht mal, was Kohle und Stein ist. Das Video könnt ihr auf meiner Seite sehen, hier in TikTok. Der wurde so mies auseinandergenommen, der wusste nicht mal, dass ein Stein und eine Kohle voneinander getrennt sind. Der sagt, dass die Kohle ein Stein ist. Seit wann besteht, das hier glüht, wenn es brennt. Ein Stein schmilzt bei 6000 Grad. Er wusste nicht mal, dass diese Kohle aus Kohlenstoff besteht. Er wusste das nicht mal. Er hat gesagt, das ist ein Stein. Diese ist eine Steine. Wie Beduinen. Die gucken zum Mond,
Ja, du sagst zu denen, hey, guck mal, ich habe den Mond gespalten. Dabei ist Halbmond. Du sagst zu ihm, hey, hör mal zu, das ist, ich habe den Mond gespalten. Guck mal, der Mond ist zur Hälfte. Die würden sogar alle sagen, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Die haben keine Ahnung. Und die wollen uns von der Religion überzeugen. Boah, wie schlau die sind, ey. Die hat mich so erleuchtet, das ist Wahnsinn. Die hat mich so erleuchtet, das ist, ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Die wollen uns über Religion lehren. Boah, Intelligenz, so weit entfernt. Pai. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. Leute, ich küsse doch eure Herzen. An meine christlichen Brüder und Geschwister. Ich kann nicht mehr. Das ist mir alles schon zu viel. Die wissen nicht mal, was eine Kohle ist, Leute. In einer Debatte. Ein Stein wird über dich zeugen. Ein Stein in deinem Mund. Und es vergibt Sünden. Erstens sprechen wir von einer glühenden Kohle vom Tempel Gottes. Eine glühende Kohle vom Tempel Gottes. Und er sagt aber, das ist aber eine Steine. Eine glühende Kohle ist doch kein Stein. Du musst doch unterscheiden können zwischen einem Stein und einer glühende Kohle. Ein Stein schmilzt bei 6000 Grad und glüht nicht, sondern es schmilzt. Intelligenz des Islams. Very smart, right? Yes, very smart. Islam is so smart. Boah, die haben mich erleuchtet. Bam. Damn. Ich wurde erleuchtet. Oh, Heiliger Geist, danke, ewiger Vater im Himmel, dass du mir diese Kraft gegeben hast, das Evangelium zu teilen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, in deinem Namen sprechen wir, dein Evangelium verbreiten wir mit der Liebe. Und danke, dass du uns diese Kraft gegeben hast, dass wir die Wahrheit sprechen. Im Namen Jesu Christi bete ich. Amen. Amen, Leute. Alle ein Amen in den Chat. An meine ganzen christlichen Brüder und Geschwister, alle ein Amen. Und dann wollen die uns erleuchten. Thank you. So smart. So smart. Thank you. Yeah. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und die Wahrheit. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus, dass er uns diese Erkenntnis gegeben hat. Dass er uns das Evangelium gegeben hat mit der Wahrheit. Dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass wir die Wahrheit sprechen können. Dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass wir es verbreiten können, dass er uns das Evangelium gegeben hat, dass wir zur Erkenntnis kommen. Amen. 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 Leute, wenn ich nicht live komme, merkt euch eine Sache, dann gehe ich in die Schriften rein und hole mein Wissen nochmal nach und guck nochmal, was da drin steht in den Schriften, weil mich das interessiert, weil ich mehr wissen will. Und deswegen gehe ich in die Schriften rein. Wenn ich nicht live komme, Leute, es ist wirklich alles gut. Ich gehe nur in die Schriften rein. Einfach nur mal, um zu lernen. Einfach noch mal, um zu lernen. Tiefgründiger in die Materie reinzugehen. Allah, Allah, ah, ilalalala, Dankeschön. Du hast mich so erleuchtet. Allah, deine Intelligenz ist so groß. Danke. Dass du alle in der Irre geführt hast, ja, und dein Wissen sowas von barmherzig und allwissend ist. Danke, Allah, für deine Erleuchtung. Mama mia. Ja. Ja, Bato, und dann lassen wir Mario sprechen, und dann möchte ich aber fortfahren. Dann möchte ich euch was ganz, ganz Schönes sagen. Bato, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, Bruder, mir geht's sehr gut. Gottes Segen erstmal an uns. Du hast mich auseinandergenommen. Ich war die ganze Zeit am Lachen bis zum geht nicht mehr. Ja, Bruder, das ist schon traurig. Weißt du, was ich meine? Wahnsinn. Ja, natürlich, Bruder, natürlich. Na, erstmal Gottes Segen an dich, Bruder. Gottes Segen auch an Mario. Ja, Bruder, Gottes Segen an deine Geschwister hier. An unseren orthodoxen Geschwister erstmal hier. Gesegnetes Ostersonntag an euch. Christos Anesti. Und Bruder, ich habe eine kleine Frage bezüglich, Bruder, wir haben letztes Mal schon geredet darüber, wann kommt die Gruppe, Bruder? Die was? Die Gruppe, Bruder, wo du meintest, dass du Glaubensbrüder, Männer in die Gruppe holst. Oh, ich hab die Gruppe tatsächlich fertig. Ich muss nur noch alle noch hinzufügen. Ich habe nur heute gechillt, ich habe gestern nochmal, bin ich in die Schriften reingegangen.
und habe nochmal mein Wissen etwas erweitert und deswegen nicht wundern. Ich werde es auf jeden Fall machen. Da musst du gar keine Sorgen. Aller spätestens die Woche auf jeden Fall. Dann also, füge ich alle Nummern hinzu und dann passt genau. Das. Also ich habe also, ja schon einige Nummern von den Brüdern und Geschwistern bekommen, also von Brüdern hauptsächlich. Und also genau. Ist es auch eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe? Es ist eine WhatsApp-Gruppe. WhatsApp, also könnte man sagen, so unsere Brüder alle zusammen, wir melden uns bei dir mit der WhatsApp-Nummer, dass wir gerne in die Gruppe wollen würden. Oder ich füge euch einfach hinzu, du musst gar nichts machen, du musst mir nur die Nummer schreiben, ich füge euch alle hinzu, das ist gar kein Problem. Genau, das ist ein Aufruf an alle unsere Brüder hier, an unseren christlichen Hannel, oder jeder, der uns unseren Glauben und Erlöser folgt, einmal bitte dann die Nummer schicken und wir machen das schon. Richtig. Ja, weil der Bruder Ale Ju wartet auch schon lange drauf und ich mache das. Ja, aber ich kenne ihn auch, Bruder, alles gut. Ja, deswegen nicht wundern, Leute. Wenn ich mich hier nicht melde in TikTok, dann ist es einfach, weil ich in die Schrift reingehe und ich lerne wirklich. Und wir bekommen diese Erkenntnis vom Herrn Jesus Christus. Wir werden besser, wir müssen die Schrift lesen. Wir müssen wissen, wer Gott ist. Das ist sehr, sehr wichtig, wer Jesus Christus ist. Wir müssen lernen, wir müssen das Evangelium lernen. Somit können wir immer, egal wenn jemand das Evangelium angreift, dass wir gut dagegen argumentieren können. Genau, ansonsten, Bartu, hast du sonst noch eine Frage? Ansonsten nehme ich da einen anderen. Ich habe keine Frage. Ich gehe raus, Bruder, ich mache den Platz frei. Kein Problem. Ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen und auch, ich bin im Chat, Bruder. Ich küsse dein Herz, ich küsse dein Herz. Danke. So, Mario, mein Lieber, what geht ab? Shalom, mein lieber Bruder, der Herr segne dich. Der Herr segne dich, mein lieber Bruder. Ja, Bruder, ich war gestern in Gelsenkirchen, wir haben gestern evangelisiert. Gab's Probleme? Nee, oder? Nein. Nee. Aber wenn Blicke töten könnten, wäre ich wahrscheinlich 1000 Tode gestorben. Oh. Ja. Die ganzen Muslime, die haben sich ein bisschen so im Kreis so gesammelt. Haben mich beobachtet, andere haben Handy rausgezückt, fotografiert, andere haben mich beobachtet, sofort telefoniert. Du Bruder, mach dir keine Sorgen wegen dem, das sind Heuchler. Das sind Söldner, sie kämpfen auf dem Weg des Allahs. Aber Gott ist derjenige, der vergelten tut und nicht der Mensch. Und das ist das Problem bei denen. Sie vergelten für ihr Gott. Ja, aber wir müssen nicht vergelten für Gott, weil Gott vergeltet für uns. Das ist der Unterschied. Und deswegen haben wir den wahrhaftigen Glauben. Ja, sie müssen aggressiv sein. Sie müssen Gewalt einsetzen. Anders geht's bei denen nicht. Weil deren Allah kann nichts. Allah ist der Mafia in diesem Clan. Der ist Clanchef. Allah ist Clanchef und dann kommen die Gelehrten, die Shiuchs. So sieht's aus. Er ist Clanchef. Allah ist Clanchef. Ja, und wie gesagt, Bruder, die haben erstmal finster geguckt, aber wie schon gesagt, ist nichts passiert. Einige von Ordnungsamt sind vorbeigekommen, da haben sich die Meute wieder verzogen. Dann kamen auch ein paar friedliche Muslime dazu, die sich alle eine Bibel geschnappt haben, weil wir haben ja auch Brüder, die sprechen Türkisch, Arabisch und haben das Christentum auf ihre Sprache dann weitergegeben, also das Evangelium. Und ja, wie gesagt, viele Muslime waren total interessiert an das Evangelium, haben sich eine Bibel geschnappt, haben sich ein Traktat geschnappt. Für einige durften wir beten und insgesamt sind 9 Menschen zum Glauben gekommen. Ah, Yeshua al-Messihu Akbar! War sehr gesegnet. Aber also ich kann wirklich jeden Tag, also Hunderttausende jedes Jahr konvertieren vom Islam zum Christentum und alle Ehre dem Herrn, dass diese wach werden, dass diese verstehen und dass diese diese Erkenntnis bekommen und dass diese Blockade lösen, ja, um was den Herrn Jesus Christus anzunehmen. Weil Christus ist die Wahrheit und wird auch für immer und ewig die Wahrheit bleiben. Daran wird sich nichts ändern. Amen. 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 Also, Amen. Ich kann verstehen, dass Sie gestern so ein bisschen bissig geguckt haben, weil ich habe gegen den Kalifataufruf gepredigt und ja. Guck mal, sobald du gegen den Kalifat predigst, auf einmal haben sie ein Problem. Aber ja, wenn sie nach dem Kalifat rufen, ja, kommen wir bloß nicht in die Quere. Aber wenn wir dagegen was sagen, auf einmal guckt dich jeder böse an. Ist dir das mal aufgefallen, was für Heuchler das sind? Voll. Genau, das ist genau das, was ich jeden Tag sage. Das sind Heuchler.
Wenn sie das in Hamburg machen und nach dem Kalifat rufen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wir wollen den Kalifat, da darf ja nicht jemand dagegen sprechen. Aber wenn wir dagegen schießen und dagegen was sagen, auf einmal bist du ein Hetzer. Oh, wow. Ihr seid die friedlichsten Menschen, ja. Wir sind so böse, ja. Ihr seid die Besten, ihr seid so friedlich. Wir sind so schlimm. Oh Gott, ihr habt uns so erleuchtet. Danke. Dankeschön. Dankeschön, mein Bruder. Dankeschön. Ja. Segne dich, Johnny. Wahnsinn. 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 Ja, Wahnsinn. Absolut. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich wette, die hätten die Steine gefunden, die hätten Steine geworfen. 100 pro. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist normal. Mafia-Clan. Ja. Ist normal. Ist normal. Die sind so. Das ist. Ich kenne diese Menschen. Ich habe mit diesen Menschen zusammen gearbeitet an der Türe. Ja. 7 Jahre lang. Und ich weiß, wie diese Menschen ticken. Ich weiß, wie die sind. Ja. Ich sag das nicht einfach so, Mario. Ich sag das aus Erfahrung. Und an der Türe große Klappe. Wirklich ganz große Klappe. Sobald sie aber alle alleine nach Hause gehen und keiner dabei ist, von deren Brüder, das sind wie Kaninchen. Das sind wie Kaninchen. Da war einer, der ist aus der Türe, der ist gegangen, weil er mit jemandem im Club Stress hatte. Ja. Dann haben sie sich versammelt, die Jungs draußen, und es war Feierabend. Ja, wir haben alle gestempelt. Ja, wir haben übrigens an der Türe gearbeitet, hier im Club. Das ist lange her. Und auf jeden Fall musst du dir vorstellen, Mario, die Jungs haben ihn aufgelauert und haben draußen gewartet. Der war wie ein Kaninchen. An der Türe wie ein Löwe. Aber dann draußen, wo er alleine war, wie so ein Schoßhündchen. Wie ein Kaninchen. Boah, Mario, du hättest den sein Gesicht sehen müssen. Wie ein Kaninchen. Der hüpft. Boing, 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 boing. Hallo, ja, es tut mir leid. Ich werde dich immer in den Club reinlassen, okay? Es tut mir leid. Ich werde das niemals machen gegen dich, okay? Ja. Wow, voll ein Löwe bist du. Wenn du was sagst, dann stehst du zu dem, was du sagst. Und nicht wie ein Kaninchen am Ende. Deswegen, Mario, alles gut. Die sind so. Die sind so. Bruder, du solltest unbedingt Synchronsprecher werden. Du kannst deine Stimme verändern, das ist der Wahnsinn. Oh Mann, oh Mann. Ja, Mario, so sieht's aus. Genau. Jetzt nochmal zurück zum Thema und dann lassen wir auch den Bruder Mario auch gleich sprechen. Leute, ich habe euch von Anfang an gesagt, Leute, haltet euch fern von Christen, die gegen Glaubensbrüder schießen. Ja, das habe ich euch ja schon gesagt, okay? Ihr sollt euch von Christen fernhalten, die gegen ihre eigenen Glaubensbrüder und Geschwister schießen, denn das ist nicht akzeptabel. Das hat uns die Bibel nicht beigebracht. Das hat uns die Bibel nicht beigebracht, okay? Das lesen wir in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 23. Die Törichten und Unverständigen Streitfragen, aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Haltet euch fern von Christen, die gegen euch selber schießen. Das sind keine Christen mehr. Die gegen ihre eigenen Glaubensbrüder schießen. Haltet euch fern. Haltet euch fern. Denn das ist nicht das, was Christus uns gelehrt hat. Das ist nicht das, was Jesus Christus uns beigebracht hat. Das ist nicht das Evangelium, was uns beigebracht worden ist. Haltet euch fern davon. Die ihre eigenen Brüder und Geschwister platt machen. Und sagen, was für ein brachiales Wissen sie haben. Haltet euch fern von diese. Denn wenn du als Christ ein brachiales Wissen hast, dann gibst du es auch weiter. Ja, Italiener, danke, ich küsse doch dein Herz, Schwester. Ja, haltet euch fern von diesen Streams, die innerhalb der Gemeinde zerteilen und außerhalb der Gemeinde zerteilen. Blockt diese Menschen direkt. Sind keine Christen. Denn das hat uns das Evangelium nie gelehrt. Okay? Das lesen wir einmal in 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 23. Das habe ich vorgelesen. In Sprüche, Kapitel 26, 24 bis 25 lesen wir das ebenfalls. Ja, ich muss das ganz kurz abspeichern hier. Ich habe vergessen, das hier nochmal abzuspeichern. Wenn ich das hier fertig gemacht habe, dann muss ich mal nichts machen. Genau. Ich lese es euch jetzt vor, Leute. Okay? Das ist das, was das Evangelium uns lehrt.
Das lesen wir einmal in Sprüche. Bitte notiert euch diese Verse. Ja? Sprüche Kapitel 26 von 24 bis 25 lesen wir das. Okay? Und zwar, mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser und in seinem Herzen nimmt er Betrügereien vor. Wenn er schöne Worte macht, so traue ihm nicht, denn es sind sieben Gräuel in seinen Herzen. Ganz einfach. Sie reden und wollen euch überzeugen, wie toll und was für ein brachiales Wissen sie haben und schießen gleichzeitig gegen ihre eigenen Brüder und Geschwister. Haltet euch fern. Hat nichts mit Christus zu tun. Denn in ihren Herzen sind sie nur bereit, ihre Pläne zu schmieden, wie sie gegen ihre eigenen Brüder und Geschwister schießen. Fernhalten, Leute. Das hat uns Jesus Christus nie beigebracht. Das hat uns Christus nie beigebracht. Merkt euch bitte diesen Vers. Das hat uns Christus nie beigebracht. Wenn du Wissen hast, als Christ, ein brachiales Wissen, ja, dann gehst du zu dem Bruder im Stream rein und belehrst ihn, du zeigst ihn, sagst, hey Bruder, hör mal zu, das musst du beachten. Hey Bruder, guck mal, da ist noch ein Vers, den musst du auch beachten. Hey, guck mal, Bruder, da haben wir auch noch mal was für dich. Das nennt man einen wahrhaftigen Christ. So wie ich es euch immer sage, hey, notiert euch bitte die Verse, ist wichtig. Leute, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt. Ich bin immer noch ein Sünder. Ich bin nicht perfekt. Ich sage es euch nochmal, Leute, ich bin nicht perfekt. Aber wenn wir über Gott sprechen, wenn wir über Jesus Christus sprechen, ja, wenn wir über das Evangelium sprechen, wenn wir über das Wort Gottes sprechen, dann müssen wir verdammt nochmal ehrlich sein. Nicht irgendwas erzählen, papa, 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 papa. Nein, wir bleiben in der Wahrheit. Und wenn du über das Evangelium Gottes sprichst, dann spotte nicht. Sprich einfach direkt über die Schrift und dann ist okay. Ich bin nicht perfekt. Aber wenn es um Gott geht, dann müssen wir ehrlich sein. Mehr als nur ehrlich. Ja, ich hoffe, dass ihr euch bitte Sprüche Kapitel 26, 24 bis 25, dass ihr euch das notiert habt. Weil das ist äußerst wichtig, dass ihr euch diese Sachen merkt. Ja, denn das ist das, was das Evangelium uns lehrt. Ja, genau. So, jetzt kommt der wichtige Punkt, was ich ansprechen möchte eigentlich die ganze Zeit. Aber bevor wir das machen, hole ich erstmal jemand hoch. Und dann Sprüche, Kapitel 26, 24 bis 25. So, wer ist denn das? So, ich hole die Leute gleich hoch, bitte alle nur ein bisschen Geduld haben. Ich hole die Leute gleich alle hoch. Ne? So, jetzt Marvin, hallo. Yes. Aber mich, ja, perfekt. Guten Tag an dich und an alle. Ja, guten Tag, mein Lieben. Wie geht's dir? Mir geht's gut, und euch und dir? Uns geht's hervorragend. Was hast du denn auf Herzen? Bist du Christ, Moslem? Ich bin Christ, aber auch erst seit kurzem. Ich war vorher Atheist. Oh, okay, sehr schön. Ein paar Sachen mitgeben, warum ich jetzt Christ geworden bin, dass andere Leute das vielleicht mitnehmen können. Sehr schön, erzähl. Wir sind ganz Ohr. Wir sind ganz Ohr. Arafat Official, bitte nur stummen ganz kurz, solange der Marvin redet. Es würde wirklich sehr nett. Ich hatte vor kurzem eine sehr schwere Zeit. Ich war auch im Krankenhaus und hatte Probleme an meinem Herzen. Und als ich dann im Krankenhaus lag, da hat in meinen Träumen und auch wenn ich gedacht habe, irgendeine Stimme zu mir geredet. Und ich war wirklich ein starker Atheist. Ich habe ich war wirklich ein sehr krasser Atheist. Und die Stimme hat zu mir gesagt, ich soll anfangen zu beten, ich soll die Bibel lesen, ich soll glauben und dann wird mein Weg gefunden und mir wird es irgendwann besser gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, eine Woche später oder so meinte der Arzt, ist alles gut und ich kann bald wieder gehen, ist nichts mehr Nachfolgendes. Ja. Und ja, das ist so der Grund, warum ich angefangen habe, dann mich für den Christentum zu interessieren. Und ja. Sehr schön. Sehr schön, dass du den Herrn Jesus Christus angenommen hast. Amen. Ist sehr, sehr schön. Immer mehr von unseren deutschen Brüdern und Geschwistern kommen wieder zum Glauben. Weil es hat sich ein bisschen abgebaut über die Jahre, dass viele auch Atheisten geworden sind tatsächlich. Und jetzt geht's wieder berg nach oben, berg hoch. Ja? Und ich finde das sehr, sehr gut, Marvin, dass du zu Jesus Christus gefunden hast. Und lass dich von niemandem manipulieren. Ja? Du machst alles richtig und
Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, dass du zum Herrn gefunden hast. Und du wirst wirklich sehr, sehr viele schöne Dinge in der Bibel lesen, speziell das Evangelium. Ich würde dir raten, wenn du das noch nicht getan hast, lies das Neue Testament, damit du Jesus besser kennenlernst. Ja, das wollte ich auch noch machen. Ich weiß, man kann auch über dem Handy lesen, aber ich will mir das Buch holen, weil das ist einfach, ich glaube, da ist man nicht so. Guck mal, weißt du, was ich für dich machen würde? Ich weiß ja nicht, wie oft du hier in dem Livestream bist. Wenn du, nee, weißt du was? Ich schicke dir, das ist ein Hörbuch. Magst du ein Hörbuch, Bibelhörbuch? Magst du das? Ja, warum nicht? Dann schick mir eine private Nachricht. Ich schicke dir die Schlachterhörbuch. Mhm. Das kannst du dann runterladen. Wir haben einen Bruder in der Community, das hat er uns zur Verfügung gestellt. Und das würde ich dir dann einfach schicken und dann kannst du es runterladen. Und dann hast du was davon. Also ich finde, ich bin viel, viel stärker darin, die Bibel zu hören, als zu lesen. Darin bin ich halt ein bisschen besser. Mhm. Weil ich nehme die Sachen besser auf in meinen Kopf und kann auch, wenn ich Geschichten über das Alte Testament, Neue Testament, dass ich das besser abspeichern kann, wenn ich es höre. Finde ich viel, viel besser. Alles klar. Ja, also wenn du besser bist im Hören, dann schicke ich es dir so. Ja. Ja, alles klar. Sagen. Wie bitte? Ich will noch ein paar Sachen sagen. Also, gerne, schieß los. An die, die sich jetzt nicht so gut auskennen mit der Bibel, die müssen halt viel aufpassen, weil die Muslime, die hier live streamen, die erzählen sehr vieles, was nicht stimmt, was aus dem Alten Testament ist. Und die Bibel ist ja nicht einfach, du liest irgendwo rein und verstehst es dann, du musst von Anfang an lesen und die nehmen irgendwelche Sätze raus und sagen, das werden irgendwelche Fehler, dabei musst du halt von Anfang an lesen. Also die, richtig. Die labern das hier. Das Problem ist, wir haben in der Bibel einen Kontext. Ja? Der Koran hat keinen Kontext. Sie sagen aber, ja, doch, der Koran hat einen Kontext. Und dann sage ich, okay, den schlag mal, suche 8 Vers 1 auf. Wo ist der Kontext? Dann sagen sie, ja, lies doch ab. Ja, wir sind jetzt bei Sure 8, Vers 1. Ja, wo ist der Kontext jetzt? Die wissen es selber nicht mal. Deswegen, du hast alles richtig gemacht, Marvin. Ja, du hast alles richtig gemacht. Wir haben wenigstens in der Bibel einen richtigen Kontext und wir müssen nur die Überschrift lesen und wir wissen genau, um was es geht. Und so löst sich das Problem auch, wenn es ein Problem gibt, löst sich das Problem von alleine. Das nennt sich das Evangelium. Die Bibel ist eine Bibliothek. Das heißt also, wir müssen natürlich das suchen, was dann zusammenpasst, ja, und was dann sozusagen die Gottheit Jesu Christi beweisen tut und etc. pp. Es gibt viele Sachen, die man in der Bibel lernen muss noch. Sehr, sehr viel sogar. Ja. Ja. Alles klar. Also Marvin, ich bedanke mich bei dir, ne, mein Lieber. Ich mich auch bei dir. Danke, danke. Gottes Segen dir. Dir auch. Euch ja, allen. Alle dir. Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Amen. Amen. So, Arafat, erstmal mein Lieber. Also, du hast gerade eben im Livestream gesagt, dass Gott für euch vergeltet. Und im Islam ist es so, dass die kannst Schöpfung... Kannst du erstmal die Leute begrüßen? Samsung, danke, Bruder Herz. Kannst du die Leute begrüßen und die Zuschauer? Salam alaikum und die Zuschauer an dich auch. Okay, sehr schön. Danke, danke. Gut. Also, du hast gesagt, dass die Muslime vergelten. Und bei euch Christen ist es so, dass Gott für euch vergeltet. Wieso hat dann Jesus gesagt, dass... also, ich glaube, das war 4. Buch Mose. Kapitel 31, Kapitel 31, Vers 17 und 18, dass man also, alle erwürgen soll und das hat Jesus gesagt. Okay, genau. Und weißt du eigentlich, um was es da wirklich geht im Alten Testament? Es geht um den Pharao, der das Haus Israel versklavt hat. Und der Herr Yahweh hat was gesagt, hat zu dem Pharao gesagt, lass mein Volk ziehen. Moses kam mit der Warnung zu dem Pharao und hat den Pharao mehrmals gewarnt. Eine Plage nach dem anderen, der Pharao wollte nicht hören. Der Pharao hat sich selber Gott gleich gemacht, dass er mächtiger ist wie Yahweh. Und daraufhin wurde er bestraft. Und wenn ja die Amalekiter das Haus Israel angreift, natürlich möchte unser Herr, unser Gott vergelten.
Und durch seine Kraft, die er an den Soldaten quasi, oder die Kraft an Moses weitergibt, um die Amalekiter zu zerschlagen. Das ist mehr als nur gerecht. Wir haben einen gerechten Gott. Wir haben einen gerechten Gott. Du kannst nicht jemanden als Sklave halten, okay, und Gott spricht zu dir, ja, er schickt einen Propheten, er spricht zu dir und sagt jedes Mal, hey, lass mein Volk ziehen. Du aber stellst dich Gott gleich, du aber sagst, ich bin höher wie Gott. Also, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Bumm, fertig. Also, ich habe es jetzt gefunden, da steht, so erwirkt nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und alle Weiber. Hast du mich verstanden? Ja, habe ich, aber findest du, also du hast gerade gesagt, Gott ist gerecht, also nein, Gott ist gerecht. Okay, ich gehe darauf ein. Da geht es um den Vers, wo die Kinder sterben, die Vieh und etc. Also, wir wissen ganz genau, dass Moses den Pharao des mehrmals gewarnt hat. Deswegen habe ich gesagt, da kam eine Plage nach dem anderen. Der Pharao ist selber dafür verantwortlich, dass diese Kinder ums Leben kamen. Warum? Er hätte es verhindern können, wenn er auf Moses gehört hätte. Bumm, fertig. Warum hat der Pharao nicht auf Moses gehört? Hätte er auf Moses gehört, wären diese Dinge nicht passiert. Weil viele sagen, Gott ist schuld. Oh mein Gott, er lässt Kinder. Nein, der Pharao ist in Verantwortung, sein Volk zu schützen. Er hat sein Volk nicht geschützt. Er hat sich selber Gott gleich gemacht und hat gesagt, hey, ich bin höher als dieser Gott. Wer ist denn höher als ich? Mein Osiris ist der Höchste. Also, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Er hätte das doch verhindern können. Warum hat er das nicht gemacht? Warum hat er nicht auf Moses gehört? Warum hört er nicht auf Moses? Moses hat ihn gewarnt. Wir sagen ja selbst, dass der Pharao oder wer das auch ist, dass er nicht kein guter Mensch war. Aber du sagst gerade, dass du es gerecht findest, dass Kinder erwürgt werden und dass man alle weiblichen Kinder, die noch keinen Mann hatten... Du hast mir kein bisschen zugehört. Doch, kannst du das mal widerspiegeln, was ich gesagt habe? Du hast gesagt, dass alles wegen... den Pharao die Schuld ist und er konnte das alles verhindern und das ist nicht die Schuld war von Gott. Gott ist es an alle. Aber da wird ja von Gott gesagt, so erwügt nun alles, was männlich ist, unter den Kindern. Was haben denn die Kinder Kannst damit du, zu tun? Guck mal, siehst du hast mir nicht zugehört. Hättest du mir zugehört, nicht. Dann hättest du die Antwort eigentlich verstanden. Ich habe zugehört eigentlich, aber... Okay, was habe ich gesagt? Was ist der Grund, warum die Kinder umkamen? Kannst du mir das bitte erklären? Widerspiegel mal das, was ich gesagt habe. Weil Pharao gesagt hat, dass er Gott ist und dann hat dein Gott befohlen, alle Kinder von... Falsch, ich weiß falsch, falsch. Siehst du, du hörst nicht zu. Also, Moses hat den Pharao mehrfach gewarnt. Da kamen eine Plage nach dem anderen. Ja, eine Plage nach dem anderen. Würde der Pharao drauf eingehen und auf Moses hören, dann wären diese Kinder am Leben und würden nicht an dieser Plage sterben. TikTok sportlich. Also, wer ist jetzt daran verantwortlich? Der Pharao oder Yahweh? Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Also, jetzt eine Gegenfrage erstmal. Wer ist denn verantwortlich für alles, was auf dieser Welt ist? Gott? Das ist nicht die Frage. Nein. Oh Mann. Biblischer, ja. Yeah, Bro, was geht? Jetzt, ich denke mal, Bruder, du bist hochgekommen wahrscheinlich wegen dem Thema. Du kannst was dazu sagen. Ja, also eigentlich wollte ich nur eine Gegenfrage stellen, und zwar, ob es für ihn ein Problem ist, wenn Gott Menschen richtet. Das wäre so meine allererste Frage an Arafat. Ob ich das gerecht finde, wenn Gott Menschen richtet. Genau. Es kommt drauf an, also... Wenn Gott weiß, was das, also ich finde, wenn es ein, unser Gott ist gerecht. Aha. Und er tötet nicht ungerecht Leute, die es nicht verdient haben. Alles hat seinen Sinn, aber ich weiß nicht, warum jetzt in dieser, bei 4. Buch Mose Kapitel 31 stand, dass man Kinder erwürgen soll. Das war ein Befehl von Yahweh oder so. Warte, nein, ich stelle auf. Von Yahweh. Mhm. Also ich kann euch ein richtig gutes Buch empfehlen von Paul Copeland, das heißt Is God the Moral Monster? Da geht es genau darum, warum Gott Menschen und Kinder und Völker auslöschen lässt. Und zum Beispiel bei den Kanaanitern und Ähnlichen ist es ja so, wo sie die Kinder dem Moloch opfern,
Das ist ja ein Götze gewesen, der aus so einer Eisenskulptur, sage ich mal, war. Da haben die das Ding beheizt unten und in den Händen von diesem Götzen wurden dann ihre neugeborenen Kinder gelegt. Und damit die Schreie von den Eltern nicht gehört werden, also wenn die Kinder geschrien haben, haben die Priester damals noch lauter die Musik gespielt. Und Gott hat auch ihnen Gnade gewährt, sie wollten aber nicht. Und dann ist es das Selbstverständlichste, dass Mensch, dass Gott die Menschen richtet bis aufs Letzte, weil die so verdorben sind. Es ist doch selbstverständlich, dass alles ausgelöscht werden muss. Also genau. Ich habe persönlich damit kein Problem. Aber noch besser gesagt, du kannst mir sogar den Vers geben. Erster Buch Mose, welcher Buch Mose war das? Vierte Buch Mose, Kapitel 31, Vers 17 und 18. 17. Ich kann jetzt nicht alles auswendig, aber 17, Vers 38. Warte mal, du hast gesagt, vierter Buch Mose, Kapitel 31. 31, okay, warte, wir haben es gleich. 31, Vers 17 und 18. Ganz einfach, weil die Kriegsleute und Kriegsgerät müssen entsündigt werden, weil sie mit dem Tod in Berührung gekommen sind. Ganz einfach. Das lesen wir von 18 bis 20. Und ebenfalls müssen wir, um das besser zu verstehen, müssen wir von 4. Buch Mose 31 von 9 bis 17 lesen. Mose ist entsetzt, dass der Bann nicht an allen Medianitern vollzogen wurde. Er befiehlt Frauen und Knaben ebenfalls zu töten, um die von ihnen ausgehende Gefahr auszuschalten. Hier geht es nicht um blinde Rachsucht, sondern um den Schutz des eigenen Volkes im Gehorsam vor Gott. Ja, also alles hat schon seinen Grund. Weil also du musst Gott das, gehorsam sein. Also heißt das, dass man auch die Weiblichen getötet hat, weil die eine Gefahr darstellen? Du hast mir nicht zugehört. Doch, hab ich. Also hast du das gerade vorgelesen. Mario, kannst du das bitte widerspiegeln, was ich gesagt habe, Bruder? Der Bruder sagte, man musste die Frauen sowie die Kinder töten, nicht aus Rachsucht, sondern weil aus ihnen eine Gefahr hervorkam. Also, aber warum da steht, man soll die weiblichen Kinder töten und die Frauen, die noch keinen Mann hatten. Aber eine Frau, die keinen Mann hatte, kann doch genauso eine Gefahr sein, aber man soll sie behalten, für sich nehmen. Haben Sie Gottes Gebote gefolgt? Wer? Die Medien. Oh je, jetzt gehen wir zu weit weg. Also, was hast du denn jetzt nicht verstanden, was ich gesagt habe? Also, du hast gesagt, dass die Kinder und die Frauen eine Gefahr stellen könnten. Genau, Mose war ja entsetzt, okay, dass der Bann nicht an alle Medianitern, also Medianitern, boah, das Wort ist so schwer auszusprechen, Medianitern vollzogen wurde. So, und er befiehlt auch deswegen, Frauen und Knaben ebenfalls TikTok-sportlich zu therapieren, zu töten, um die von ihnen ausgehende Gefahr auszuschalten. Hier geht es nicht um blinde Rachsucht, sondern um den Schutz des eigenen Volkes im Gehorsam vor Gott. Das ist ganz einfach erklärt. Das kannst du, guck mal, du kannst uns, werden. Also wenn ich dir das dazwischen reden kann. Genau, du kannst uns das sogar vorlesen. Lies mal 4. Buch Mose 31, Vers 9 bis 17. Das ist selbsterklärend. Ja, du musst nur lesen, das Problem löst sich ja. Wenn du mir jetzt nur 17 und 18 gibst, ja, wenn du mir jetzt nur den Vers 18 gibst, dann musst du auch lesen von 18 bis 20 und da lesen wir, dass Kriegsleute und Kriegsgerät müssen entsündigt werden, weil sie mit den Toten in Berührung gekommen sind. Also wir haben einen Kontext, was du beachten musst. Ups. So, jetzt. Verstehst du? Also ich kapiere nicht die ganze Erklärung, was du mir da gerade erklärt hast, so halb. Deswegen, also wie ich das jetzt ganze Zeit... Ja. Ich habe so im Kopf, dass du mir gerade erklärt hast, dass man die Frauen und Kinder
getötet hat, also auch getötet hat. Weil der hat. Ganze Bann, guck mal, deswegen lesen wir, er ist ja entsetzt, weil der ganze Bann nicht an allen Medianitern ging. Deswegen, ja, hat er dann befohlen, was Knaben und Frauen, du weißt schon, TikTok sportlich, und hier geht es nicht um blinde Rachsucht, so wie ich es erklärt habe, sondern es geht um den Schutz des eigenen Volkes im Gehorsam vor Gott. Also wie gesagt, das, wie ich das jetzt immer noch kapiere, ist, weil die eine Gefahr da sind, für eine Gefahr da wären. Genau, das wäre eine Gefahr, richtig. Gut, jetzt hast du es verstanden. Ja, weil die weil eine, der Bann ging ja nicht, der Bann konnte nicht jeden erreichen. Ja, an die Medianitern. Und deswegen hat er diesen Befehl gegeben. Aber die können ja eine Gefahr da sein. Aber warum lässt man dann die Frauen an Leben, die noch keinen Mann hatten, obwohl die genauso eine Weil Gefahr Gott sein gerecht können? Ist. Gott ist gerecht. Und sie kann also so gerecht, waren. Dass man Kinder tötet, ist auch gerecht, oder was? Du hast es, oh mein Gott. Oh. Guck mal, weißt du, was das Problem ist, Arafat? Ihr hört nicht richtig zu. Ich finde das so, aber was du da sagst, macht keinen Sinn. Ich habe das jetzt locker sechsmal erklärt. Sechsmal. Es ging um einen Bann und der nicht richtig an die Medianitern durchging. Und deswegen hat er diesen Befehl gegeben. Und es war nicht aus blinde Rachsucht, sondern um was? Um Schutz des eigenen Volkes im Gehorsam vor Gott. Das ist einfach erklärt. Also ich denke, jeder versteht das hier drin. Mario, was habe ich denn gerade eben gesagt? Dass es um Schutz ging, oder? Dankeschön. Biblischer, was habe ich gerade eben gesagt? Biblisches Leben. Jetzt um Schutz und jetzt von deiner Sicht aus, was hast du verstanden? Ja, also um Schutz und dass man nicht gegen Gottes Volk sein soll. Also das ist ja der Schutz. Oder? Dankeschön. Nicht gegen Gottes Volk sein soll. Fertig. Du musst Gott gehorsam sein. Und der Bann ging nicht an die ganzen Medianiter. Ganz einfach. Das ist so einfach zu erklären. Das Problem ist, Arafat, ja, official, wer auch immer dir diese, sagen wir mal, Texte gegeben hat, er hat den Kontext nicht beachtet. Weil ich befasse mich sehr viel mit dem Alten Testament. Wir haben einen gerechten Gott. Dieser Gott ist mehr als nur gerecht. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, dein Gott ist ungerecht. Wie weiß ich was? So Klaps, ungerecht. Darf ich kurz mal mit denen eine Minute nur, Bruder? Darf ich? Flex? Okay, dankeschön. Arafat heißt du, ja? Ja. Okay, also guck mal, die gleiche Geschichte über die Midianiter und die Amalekiter, ne? Ja. Befindet sich in deinem Koran. Okay. Ja, also schießt du jetzt gegen Allah? Zeig mal die Stelle. Zeige ich dir jetzt. Und ich kann gerne die Tafsire dazu aufmachen. Moment, ich muss kurz meinen Laptop aufmachen. Und das Zweite ist, du hast ja gesagt, warum unser Gott ungerecht ist, unschuldige Kinder, korrekt? Das mit unschuldige Kinder, ich habe es nicht kapiert, warum man Frauen am Leben lässt, die keinen Mann hatten, obwohl okay. Die genauso eine Gefahr sein könnten. Aber das mit den okay. Kindern verstehe. War nicht so richtig. Verstehe. Und warum hat dann Gott dann befohlen, mit die Frauen umzubringen, mit dem sie was? Sexuelle Verkehr hatten und die Jungfrauen zu verschonen. Warum? Weiß ich nicht. Ganz einfach, weil die Israeliten durften nicht in eine Mische eingehen, Punkt 1. Punkt 2, die Midianiter haben 400 Jahre lang die Israeliten, deren Kinder geopfert, getötet, ja, und wurden verfolgt. Gott hat 400 Jahre lang gewarnt. Gott hat keine Rachesucht ausgeübt. Er hat die ganze Zeit gewarnt. Und diese Frauen, wo die Israeliten dann von den midianitischen Frauen verführt wurden, hatten Geschlechtsverkehr und durch das entstanden die Kinder. Ja? Mhm. Das heißt, die Israeliten wurden zum Götzendienst verführt. So. Aber die Jungfrauen, ja, die jetzt nicht die israelitische Jungfrau und die medianische Jungfrau, die jetzt keinen untereinander keinen Geschlechtsverkehr hatten zwischen Mann und Frau und so weiter aus den beiden Völkern, wurden am Leben gelassen, weil sie sich nicht verunreinigt haben. Vor allem die Israeliten. Mhm. So, ich frage dich jetzt:
Wie sieht das denn im Islam aus, wenn jemand zum Beispiel ein Moslem ist, ja, und der fällt vom Glauben ab, okay, er fällt vom Glauben ab und es ist eine Scharia. Was muss man mit dem machen? Das, also über die Scharia habe ich noch keine Ahnung, also da bin ich noch unwissend. Okay, und darüber im Islam ist es so drin, wenn du den Glauben verlassen hast und du bist Moslem und glaubst jetzt an, sagen wir mal, einen Buddha oder an Hindu oder an Jesus, so hast du 3 Tage Zeit, dich zu entschuldigen, wenn nicht, so wirst du umgebracht. Punkt 1. Punkt 2. Schlag mal bitte im Koran Sura 80, Vers 80 auf und schlag mal den Tafsir von Ibn Kathir. Weil du hast ja gesagt, du hast ja ein Problem damit, dass ein unschuldiges Kind umgebracht worden ist. Schlag mal Sura 18, Vers 80 auf, bitte. Warte. Sura 80, Vers 80. Ja, genau. Warte. Lass dir Zeit, stress dich nicht. Aber du musst halt wirklich zuhören, wenn man dir was sagt. Das ist ganz wichtig. Ja, der eine hat das ein bisschen besser erklärt, also dann konnte ich das verstehen. Also meine Auslegung ist von der Bibelstudie. Das ist mehr als nur eindeutig, was ich erzählt habe. Sura 80, Vers 80 gibt es nicht. Es gibt nur Sura 80, Vers 42. Sura 18, Vers 80. Sura Yassin, Sura 18, Vers 80. Ja, Sura 18, Vers 80. Mario. Ja, bitte. Meine Bibelstudie, die ich hier habe, habe ich den Vers ja ganz sauber und schön erklärt, so dass man es versteht. Hast du es verstanden oder hast du es nicht verstanden, Mario? Ich habe verstanden. Okay. Biblisches Leben. Habe ich das richtig erklärt? Laut der Bibelstudie habe ich das schön gesagt oder hat man da gar nichts verstanden? Doch, Bruder. Lesen muss gekonnt sein und du kannst es. Dankeschön. Genau. Also ist ganz einfach erklärt. Also wenn es nur ums Kindertöten geht, ne, TikTok sportlich, dann was ist mit Noah? Das ist auch ein Koran, dass Gott alle Menschen ausgeschüttet, von schuldig bis unschuldig, alle. Genau, also schlag mal, ja, sofort, guck mal, lass uns alles nach der Reihe machen, bitte, ganz kurz nur, weil ich denke, der wird das schon verstehen. Sura 18, Vers 80, hast du aufgeschlagen? Ja. Okay, kannst du uns das laut vorlesen? Und was den Jüngling anbelangt, so waren seine Eltern gläubig und wir fürchteten, er konnte Schmach durch Widersetzlichkeit und Unglaube über sie bringen. Okay, das heißt, dieser Junge sagt in Sura 18, Vers 80, sagt Ibn Kathir, er wurde vorbestimmt, als Ungläubiger auf der Welt zu kommen. Was hat er gemacht? Der Achidar, also der Chidar, er hat ihn geköpft, TikTok sportlich. Es war ein Baby, er konnte nichts für. Bist du jetzt gegen deinen Gott? Bist du jetzt darüber gegen Allah? Ich kann darüber noch nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe über dieses Thema. Vielleicht spricht dir was aus. Ja, ist okay, wir haben alle keine Ahnung. Aber wichtig ist, dass du deinen Gelehrten aufschlägst, was Ibn Kathir sagt, was Ibn Abbas sagt, dass du selbst liest, was deine Gelehrten sagen, okay? Was hat denn Ibn Abbas gesagt? Der Ibn Abbas sagt, dass dieser Junge keine Sünde begangen hat. Er kam als Ungläubiger auf der Welt. Und da wir befürchten, dass er seinen Eltern zum Unglauben verführen würde, wurde er getötet. Also, um das Ganze zusammenzufügen, dann lasse ich Elia Nathan auch weiterreden. Arafat, du hast eine Frage gestellt bezüglich der Bibel. Da warst du plötzlich sehr gut zu reden, aber jetzt, wo es genau ebenfalls im Koran ist, sagst du, darüber kann ich nichts sagen, ich weiß es nicht. Aber wie ist es möglich, dass du plötzlich bezüglich der Bibel plötzlich was sagen kannst, aber bezüglich des Korans kannst du plötzlich nichts sagen und bist nicht ehrlich und sagst, oh, das ist aber sehr schlimm, weil es ebenfalls in deinem Buch drinne steht. Warum jetzt plötzlich nein? Weil ich mich über dieses Thema von bei mir im Koran noch nicht informiert habe. Okay, aber wie willst du dann das hier verstehen, wenn du über deinem Buch dich nicht informiert hast, dass es ebenfalls in deinem Buch drin steht, sogar fast die ähnliche Geschichte, aber plötzlich dich über das hier äußerst und sagst, oh mein Gott, wie schlimm ist denn das denn? Obwohl die ähnliche Geschichte bei dir steht, aber du dann plötzlich sagst, darüber kann ich leider nichts sagen, weil du deinen Allah nicht widersprechen möchtest. So, was machen wir jetzt? Ja, wie, was machen wir jetzt? Genau. Also, du hast ja gesagt, wo befindet sich die gleiche Geschichte mit den Amalekiter und mit den Midianiter, korrekt?
Ja. Gehst du bitte auf Surah Al-Baqarah 246 und liest uns mal bitte laut vor. Die gleiche Geschichte. Warte. Da, geh raus, du Jahil. Du hast keine Ahnung über deine Religion. Geh raus. Du hast keine Ahnung. Das sagt Ibn Kathir, Mr. Taha. Du hast keine Ahnung. Ja, Surah Al-Baqarah, was dann? Welcher Vers? 146. Nochmal? 200 was? Von 146. 246. Ich komme sofort, ich bekomme Anruf, einen Moment. Redet Ibn Kathir Deutsch oder Arabisch? Also seit wann kann man das Wort Gottes nicht übersetzen in jeder Sprache? Also Gott möchte, dass wir sein Wort in jeder Sprache verstehen. Aber ihr habt Gott so eingeschränkt, dass es nur auf Arabisch geht und das auf jede andere Sprache falsch ist. Allah ist eingeschränkt. Ne, 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 ne. Vers 246, Entschuldigung, ich hatte einen Anruf. Bitte ganz laut. Also Surah Al-Baqarah 246. Ja, bitte ganz laut. So, hast du nicht nachgedacht über die Vornehmen von den Kindern Israels in der Zeit nach Moses, als sie zum einen Propheten unter ihm sagten, setzt für uns einen König ein, damit wir auf dem Weg Allahs kämpfen. Er sagte, ist es nicht möglich, dass ihr, wenn euch vorgeschrieben ist zu kämpfen, doch nicht kämpfen werdet? Sie sagten, was sollte uns dazu bewegen, dass wir nicht auf dem Weg Allahs kämpfen? Wo wir doch aus unseren Häusern vertrieben und von unseren Söhnen getrennt worden sein. Doch als ihnen vorgeschrieben wurde, zu kämpfen, da wandeten sie sich ab, bis auf wenige von ihnen. Und Allah kennt die Ungerechten. Dankeschön. Und wenn du jetzt den Tafsir von Ibn Kathir aufschlägst, bim bum, da kommen die Midianiter und die Amalekiter vor. Und Allah hat befohlen, die Amalekiter auszulöschen. Bim bum. Ja, darüber habe ich keine Ahnung. Darüber muss ich noch informieren. Jetzt gehst du auf koranx.com und schlägst jetzt Sura 2, Vers 246 auf. Dann siehst du das Wort Amalekiter und die Midianiter. Allah hat befohlen, diese Leute auszulöschen. Und was hat Allah gesagt davor? Die Kinder von Israel wurden verfolgt und getötet. Aha. Und deswegen, siehst du? Ah. Ja, jetzt hast du jetzt ein Problem? Du hast automatisch gegen Allah ein Problem. Wenn du das kritisierst und du bist Muslim, solltest du dann Atheist bleiben. Ich habe nichts, was du gerade gesagt hast, und was Flex gesagt hat, nichts kapiert, weil Flex hat gesagt, dass man. Flex hat das richtig erklärt, hör mir zu, Flex hat das richtig erklärt. Ich habe das nochmal zusätzlich erklärt, was der Fall war. Ja, ich kann darüber ein ganzes Thema halten. Eine Stunde lang. Aber da müssen wir Stück für Stück durchgehen, wie sie verfolgt worden sind. Denn da sagt Allah die Wahrheit. Erstes Mal sagt er da, indem sie die israelischen Kinder von den Feinden getrennt wurden und verfolgt. Und Ibn Kathir sagt, dass es dieses Volk ist, was die Bibel auch sagt. Die Amalekiter und die Midianiter. Und Allah hat befohlen, alles von diesen Leuten auszulöschen, weil sie Götzendiener waren, weil die Israeliten verführt wurden zum Götzendienst. Und deren Frauen wurden verführt, verfolgt und getötet. Aber die Jungfrauen von der Malekiter, die sich nicht gemischt haben, die nicht berührt worden sind, soll sie am Leben lassen. Aber jetzt kommt, das heißt nicht, dass du mit denen sexuellen Verkehr ausüben sollst. Wenn dir eine malekitische Frau sagt, ich bekehre mich zu Yahweh, dann hat Gott gesagt, und wenn der Israelite sagt, ja, sie ist aufrichtig, sie sagt sich los von ihren Götzen, dann darfst du erst dann zu Frau nehmen, nicht davor. Ja, ich muss mich schon über dieses Thema, wenn ich mehr Ahnung habe, dann können wir... Nein, du hast Ahnung, guck mal, wir haben alle keine Ahnung, aber deine Gelehrten haben doch Ahnung, oder? Schlag doch bitte den Tafsir auf und lies uns laut vor, Amalekiter und Midianiter. Was für ein Tafsir? Ich muss mich noch darüber informieren, weil ich jetzt noch... Ganz kurz, Arafat. Jetzt plötzlich musst du dich darüber informieren, aber du hast doch gerade eben einen Vers hier vorgelesen, in der Bibel, oder ich habe es für dich vorgelesen,
Da hast du plötzlich gesagt, ah, guck mal, was dein Gott macht. Und jetzt steht es in deinem Buch, in deinen Gelehrten. Jetzt auf einmal kannst du nicht. Weil ich noch kein, weil ich noch über dieses Thema keine Ahnung habe. Aber wie kann das sein, dass du ein Problem mit dem Vers in der Bibel hast und die gleiche Geschichte im Koran und dann sagst du, du verstehst das nicht? Weil ich nicht dieselbe Geschichte im Koran gelesen habe wie in der Bibel, weil das was ganz Unterschiedliches war, was ich gerade gelesen habe, im Koran als in der Bibel. Genau, und deswegen gehst du auf dem Tafsir und die Gelehrten nehmen darauf Bezug und die sagen, das Volk, was Israel angegriffen hat, jahrhundertelang, hat Allah dann befohlen, die Amalekiter und die Midianiter. Das wird sogar erwähnt. Verstehst du? Das ist nicht irgendwelches Volk. Es werden erwähnt. Allah hat befohlen, dieses Volk auszulöschen. Ja, das guck ich mir mal später an. Wenn ich was Neues habe, werde ich inshallah das widerlegen. Dann viel Glück. Danke. Alles gut. Wir wünschen dir viel Glück und wir hoffen, ich bete für dich, dass du zur Wahrheit kommst und dass du das Evangelium Gottes auch irgendwann mal verstehen wirst und auch annehmen wirst und ja, dass du dem wahrhaftigen Gott dienst und dafür werde ich für dich beten. Ja, möge Allah euch recht leiten, inshallah. Kein Problem, möge der Herr Jesus Christus dich auch recht leiten, danke, vielen, vielen Dank. Elia, du hast noch zusätzlich zu meiner Antwort, hast du noch mal was Schönes hinzugefügt, Elia. Ich küsse doch dein Herz. Du hast noch meine Antwort noch verschönert, noch verfeinert hast du es. Allahu Akbar! Ja, also wir müssen verstehen, dass diese Kriege, was da passiert ist im Alten Testament, das betrifft nur das Volk Israel und die Feinde drumherum. Ja, das ist nicht mehr aktuell. Ja, es gibt kein Amalekiter mehr oder sonst was. Ja, es ist nur, es war die Geschichte von Israel, dass da Kriege stattgefunden hat, ja, wir haben immer noch denselben Gott, aber die Gebote, also das Gesetz von Sinai, wurden aufgehoben, indem Jesus das erfüllt hat. Das heißt, er ist die komplette Erfüllung, was das Gesetz an Israel gegeben worden ist. Und jeder, der ihn nicht aufnimmt, so wird das Gesetz von Noah, das ist für die ganze Menschheit, ja, auch mit den Heiden, und das Gesetz von Sinai wird zusätzlich vor allem auch die Leute treffen, die Jesus Christus nicht angenommen haben. Und das Gesetz wird dich am jüngsten Gericht anklagen, weil du Jesus Christus nicht angenommen hast. Das heißt, kein Mensch kann das Gesetz erfüllen, unmöglich, außer der Herr Jesus Christus, der Gott ist, der in menschliche Gestalt gekommen ist, der von Maria von Fleisch aus abstammt, aber in ihm wohnte die Fülle Gottes. Er ist Gott und wer ihn ablehnt, hat seine Seele verworfen. Und Yeshua al-Masihu Akbar. Und da muss ich noch was hinzufügen. Ja, Bruder, weiter. Elia. Und keiner der Aposteln, der 12 Apostel, die mit Jesus zusammen waren, gegessen haben und ihn gesehen haben, haben das nicht getan. Weder haben sie zu Schwert gegriffen oder sonst was. Da muss ich dich jetzt fragen, mein lieber Muslim, ihr Muslime, wie kommt ihr dazu, dass es jetzt an uns Christen die Gebote im Alten Testament sind, was Mose und das Volk Israel die Kriege geführt hat, obwohl die Apostel das nicht getan haben? Amen. Da müssen, Amen. Weil die greifen das Alte Testament und sagen, guck mal, ihr müsst das auch tun. Aber komisch, dass die Apostel das nicht getan haben. Oh. Aha. Oh, guter Ja, ganz kurz, typisch Andy. Um nochmal zurückzugehen. Ja, Elia, danke, du hast sogar noch was Schönes hinzugefügt. Es ist ganz einfach, den Vers, den der Kollege gebracht hat, im 4. Buch Mose 31, 17 bis 18, betrachten wir den gesamten Kontext. Ja, wenn wir von 9 bis 17 lesen, wissen wir, dass Moses entsetzt war und der Bann nicht an allen Midianitern vollzogen wurde. Und deswegen befiehlt er Frauen und Knaben, ja, zu TikTok sportlich zu Terra auszulöschen, um von ihnen vor der Gefahr oder von ihnen ausgehenden Gefahr auszuschalten. Hier geht es nicht um blinde Rachsucht, sondern um was Schutz des eigenen Volkes im Gehorsam vor Gott. Und wenn wir von 18 bis 20 sogar lesen, sehen wir auch, dass was Kriegsleute und Kriegsgeräte müssen entsündigt werden, weil sie mit den Toten in Berührung gekommen sind. Ganz einfach. Einfach erklärt und kurz erklärt noch vor allem. Ja, also das lesen wir von 9 bis 12, 12 bis 17, dann lesen wir es ebenfalls von 18
bis 20. Und wenn wir sogar weiterlesen, löst sich das Problem von alleine. Ja, das ist das Alte Testament, einfach erklärt. Und ich liebe das Alte Testament, weil unser Gott ist gerecht. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, dass du uns dieses Evangelium gegeben hast, dass du uns diese Erkenntnis gibst zur Wahrheit. Ja, weil wir haben einen gerechten Gott. Ganz einfach. Alle Ehre dem Herrn Yeshua al-Messi. Ja, genau. Was wollte ich sagen? Wir machen das gleich mit der Trinität, okay? Und dann versuchen wir Allahs Beute zu exposen. Warum braucht Allah auf der Erde eine Beute? Darüber kommen wir auch noch. Ne? Nichtsdestotrotz erstmal typisch Andy, mein Lieber. Was verschlägt dich denn hierher? Wie geht's dir? Grüß dich, mein lieber Bruder. Ich wollte eigentlich nur aufbröseln mit den Kindern und Ägypten, aber wenn der liebe Arafat hier hinkommt und seine eigene Schrift nicht klärt, warum soll ich ihm erklären, warum sein fehlbarer Gott sich von unserem perfekten, gerechten und barmherzigen Gott unterscheidet? Deswegen, Elia Nathan hat das eigentlich perfekt geklärt mit der Gegenfrage. Und überlegt mal, haben unsere Apostel zum Schwert gegriffen? Was hat Jesus gesagt zu demjenigen, der das Schwert genommen hat und das Ohr abmachen wollte? Er sagt, der das Schwert nutzt, der wird durch das Schwert umkommen. Deswegen, ne, alles hat sich geklärt. Danke, danke, danke. Ansonsten, wenn du was noch zu den Leuten sagen möchtest, kannst du es noch sagen und dann hole ich kurz noch jemand anders hoch, typisch Andy. Und dann... Nein, Bro, ich gehe auch direkt runter. Ich wollte nur deswegen, ich habe gehört, aha, das ist mein Thema, Altes Testament, Ägypten und so. Aber jetzt gehe ich auch direkt zu meinen Eltern. Sie haben für mich gekocht. Oh, sehr schön. Alles klar. Ich wünsche euch noch was, liebe Brüder. Ebenfalls, mein Lieber. Dann Gottes Segen dir, ja? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh. Bilal, ich nehme dich gleich hoch. Bisschen nur Geduld haben. Ich nehme dich gleich hoch, Bilal. Ne? So, jetzt. Emad, mein Lieber, wie geht's dir? Ach, mir geht's schon besser, ja. Und wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Ich kann mich nicht beklagen. Übrigens an die Leute, die es wissen wollen, das ist der Kollege, der vor ein paar Tagen bei uns auch drinne war und ehrliche Fragen gestellt hat. Und er hat nichts, der hat nicht dagegen argumentiert, sondern er wollte einfach nur die Wahrheit wissen. Ja? Deswegen, Emad, was bringt dich denn heute nochmal hierher? Ja. Hast du endlich das Evangelium? Möchtest du das Evangelium? Was ist denn los? Was verschlägt dich hierher? Ich habe eine wichtige Frage, und zwar, ich habe mal im Internet geschaut und sowas nach dem Koran und nach der Bibel, weil ich wollte mir beides holen, aber ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite ich genau. Weißt du, was ich dir empfehle? Ja. Ich empfehle dir, das Evangelium Gottes zu lesen. Du brauchst kein Buch lesen, was eine satanische Lehre ist, Emad. Du brauchst Jesus Christus in deinem Leben. Und wo kann ich mir das holen? Also, ich habe hier Amazon tatsächlich. Nein, ich kann dir eine Schlachter-Hörbibel schicken. Das ist gar kein Problem. Hörbibel, oder? Ja, geht auch zum Hören, ja. Genau, also eine Hörbibel habe ich auch da. Das ist gar kein Problem. Ah ja, ja, das ist gut, ja. Also wie du willst, weil das ist besser auch zu verstehen. Also wenn du willst, du musst mir eine Nachricht schreiben, dann schicke ich es dir. Auf TikTok eine Nachricht, ne? Ah. Genau. Ah. Ja gut, das mache ich dann auf jeden Fall. Ne? Ja. Du kannst ebenfalls auch die App runterladen, das ist die Bibelvers, ist eine App und da kannst du die Schlachter nehmen, Schlachter oder Elberfelder, ist super. Oh, eine App, ja, okay, gut. Genau, ja, ja. Und dann kannst du das lesen und ich würde dir empfehlen, fang vom Johannesevangelium. Ja, aber Emmert, ja. Irgendwas bringt dich immer wieder hierher. Was hält dich davon ab, Jesus Christus anzunehmen? Darf ich dich das fragen? Ich habe dich jetzt ganz schlecht verstanden. Kannst du nochmal? Ich habe gesagt, Emad, du bist immer wieder hier und meine Frage ist, was hält dich denn davon ab, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Was hält dich denn davon ab? Unwissenheit. Also, ich bin ja noch gar nicht wissend über
die Religionen, also auch über meine, leider. Mhm. Und bevor ich überhaupt in meine Religion wechsle, sollte ich mein Buch einmal lesen und nochmal, also neutral reingehen und nochmal. Hast du dir die Sachen auch aufgeschrieben, die ich dir gegeben habe? Ja, oder? Ja, habe ich noch, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Hey, alles gut, dann wirst du das auch überprüfen. Lies auch die Tafsire dazu und schick mir eine Nachricht, ich schicke dir eine Hörbibel, okay? Ja, okay. Machen wir. Alles klar, ja. Alles klar. Ansonsten, Emma, dann wünsche ich dir für diesen Sonntag einen schönen, schönen, schönen Abend und ganz viel Liebe, okay? Ja, danke, Bro, dir auch, ja. Danke. Dir auch. Ciao. Ciao. Segen. Bruder, ich wollte noch kurz was erzählen. Ja, natürlich, Bruder. Um eine Person, die immer dann live kommt, die Jenny mit dem Kopftuch. Mhm. Ich habe jetzt mit der Kontakt aufgenommen, ich habe mit der geschrieben. Sie sagt mir allerdings, sie wird immer wieder gehatet und gemobbt von den muslimischen Mitbürgern, weil sie in dein Live immer reinkommt und immer Fragen stellt und immer mehr Informationen der Bibel bekommt. Und sie bekommt immer mehr Abneigung gegenüber Muslimen und dem Islam. Und sie überlegt jetzt auch zu kommentieren. Soll sie? Also ich meine, was hält sie denn davon ab, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Jesus Christus wartet auf sie. Ja, weil sie wird immer noch zugetextet von den Leuten und es kommen immer wieder neue Fragen auf. Ich erkläre immer wieder die Fragen. Dann ist sie erstmal ruhig und dann melde sie sich nächsten Tag wieder mit neuen Fragen. Ja gut, sie wird unter Druck gesetzt von diesen Satansbraten sozusagen. Das ist normal. Ja. Ja, das Kinder des Teufels, sage ich immer dazu, weil ganz ehrlich, jemanden so unter Druck zu setzen, das ist nicht gesund. Sowas macht man nicht. Das ist krank. Ja, deswegen sollten wir für sie beten auf jeden Fall. Die Menschen, die das machen, das sind Kinder des Teufels. Ganz einfach. Ist es einfach so. In meinen Augen sind das Kinder des Teufels. Ganz einfach. Ne? Und den Satan respektiere ich nicht. Ich habe den Satan noch nie respektiert und ich werde ihn auch nie respektieren. Ganz einfach. Ne? Weil wir haben den Herrn Jesus Christus an unserer Seite und da kann Satan kann gar nichts. Der ist der größte Loser, den es überhaupt gibt. Genau. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Yeshua al-Masihu Akbar. Genau. Biblisches Leben, Bruder. Möchtest du in 10, 15 Minuten auch das Evangelium verbreiten, Elia auch und Mario, wollt ihr das in der Reihenfolge machen? Ich muss leider rausgehen, weil ich vielleicht noch was zu tun habe. Okay, Bruder. Ich habe auf jeden Fall Gottes Segen, der Herr segnet euch, ja? Der Herr segne dich auch, Bruder Elia. Ciao, ciao. Ich auch, Bro. Yes. Also, ich bin am Start. Ich bin auch am Start. Mario ist am Start, biblisches Leben? Ich auch. Ich wäre auch so ein bisschen stiller Zuhörer, ich lerne so ein bisschen nebenbei. Und okay, ja, möchtest du das Evangelium verbreiten oder möchtest du nur mit zuhören? Wenn du zuhören willst, dann geh ruhig runter. Wenn du was machen, wenn du was sagen möchtest, dann hole ich dich wieder hoch. Ist kein Problem. Ja, so machen wir das. Das ist angenehmer dann. Machen wir das so. Sehr schön. Okay. Also, mein Lieber. Gottes Segen, dann bis gleich vielleicht. Bis gleich. Gottes Segen, Gottes Segen. So, gucken wir mal. Dann holen wir mal eine Person noch hoch. Barto, Bilal, ich hole euch gleich hoch. Bitte habt nur kurz Geduld. Und Even hole ich auch gleich hoch. Bitte nur Geduld haben. Bitte nur Geduld haben. Wo ist Frag dich? Frag dich, muss ich telefonieren? Ich muss mit ihm telefonieren. Ich habe noch eine Sache, was ich ihn fragen muss. Jack, hello. Hallo, Flex, wie geht's? Mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Gut, gut. Frohe Ostern für alle, die heute Ostern gehabt haben. Yeah. Wir müssen diese Teufel aus dem Fenster rausschmeißen. Oh yes. Aber wir müssen daran arbeiten. Kennst du die Geschichte von Moses, wo die Gottesvolk bei Pharaon haben die mit Moses gegangen bis den Meer? Und dann Gott hat gesagt, hey, aber wie wollen wir den Teufel vom Fenster schmeißen? Mit Schwung oder ohne Schwung? Ja, ich komme da, ich komme. Stell mal vor, du nimmst so 100 Meter Anlauf, okay, du guckst ganz weit. So 100 Meter Anlauf. Ich
Abu Belgrad, Mensa, alle anderen Brüdern. Wir nehmen so viel Anlauf und bam, schmeißen den Satan so vom Fenster. Bam. Und vielleicht komme ich da, vielleicht habe ich kein Netz, ich rede auf die Schnelle. Der Moses, wo die Volke von Moses waren bei Meer und Gott hat zu denen gesagt, jetzt bleibt ihr still, ich werde für euch weiter kämpfen. Dann hat er den Meer aufgemacht. Warum hat er das gesagt? Weil dem Volk hat mit Moses und mit Gott gearbeitet. Das heißt, wir müssen mit Gott arbeiten, damit er sagt zu uns, jetzt bleibt er still und ich mache weiter. Das heißt, erste Sache, in ganz Europa, ganze Moschee muss geschlossen werden. Zweite Sache. Ganze Moschee muss geschlossen werden. Muss. Das ist eine Terrororganisation. Das ist keine Glaube. Das ist einzige Chance. Das ist einzige Chance. Aber wie schaffen wir es, es zu schließen? Wenn alle den Koran anklagen. Durch anklagen. Was im Koran steht. Also ganz kurz, Leute, habt ihr das gehört? Das ist was Neues. Also müssen wir eine Anklage erheben. Jack, rede weiter, das hört sich interessant an. Ja. Und in Saudi-Arabien, früher, man durfte keine Kirche bauen. Warum? Dann müssen wir auch das machen. Moschee, weil das ist keine Glaube, die Koran, das ist eine terroristische Organisation. Eieieiei. Heute habe ich was Neues gelernt. Dein Internet ist ganz schlecht. Wir hören dich nicht mehr. Okay, komm noch mal rein, wenn dein Internet okay ist. Dein Internet ist ganz schlecht. Wir hören nichts. Alles gut. Ja, also meine lieben Geschwister, ist schon hart, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, das muss man anklagen. Ne? Ich sag's einfach mal so, wir leben einfach in ein christliches Land und lasst uns Christen leben, lasst uns Christen unsere Arbeit machen. Wer, keine Ahnung, ein Kalifat oder was weiß ich was haben möchte, der sollte sich ein One-Way-Ticket buchen und soll einfach zurückfliegen, da wo er hingehört, und da sein Kalifat ausleben, weil hier ist Deutschland. Das ist hier kein Kalifat-Staat. Mach das in deinem Land, Mann. Ich kann auch nicht hier reinkommen und mit afrikanischen Götzen hier reinkommen und sagen, hey, ich möchte hier in Deutschland Götzendienste, afrikanische Idolatry, was auch immer, hier haben. Das geht hier nicht. Ja? Mach das in deinem Land und gut ist. Ja, das ist Deutschland. Ganz einfach. Ist zwar hart, was der Bruder gesagt hat, aber hey, irgendwo ist die Wahrheit auch drin. Ne? Irgendwo ist die Wahrheit auch drin. Aber okay, an meine lieben Geschwister, jetzt kommt der entscheidende Punkt, was ich jetzt ansprechen möchte. Ja, das möchte ich ganz, ganz dringend loswerden. Okay? Das möchte ich ganz, ganz dringend loswerden. Und da gehe ich jetzt in den Matthäus-Kapitel. Unsere lieben Unitarier, die mit Muslime in einem Channel chillen und sagen, wir dienen demselben Gott. Jetzt sprechen wir mal über die Trinität. Unitarier sagen, es gibt keine Trinität, das wurde erfunden. Eieiei, oh, oh, damn, wir wurden erleuchtet, wow, damn, oh oh. Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Hört zu, Leute, zum Thema Trinität. Die wissen nicht mal, was Trinität bedeutet. Zum Thema Bibelverständnis. Ist nicht böse gemeint, auch an meine lieben unitarischen Brüder in Adam. Wacht auf, kehrt um. Warum sage ich das? In Matthäus Kapitel 28, Vers 19 lesen wir, so geht nun hin und macht zu Jüngern aller Völkern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das ist die Trinität.
Trio. Was bedeutet Trio? Mario, was bedeutet Trio? Mario. Mario. Was heißt Trio, Mario? Eine Gruppierung von mindestens drei Personen. Okay. Barto, was heißt Trio? Barto. Petrovic? Was bedeutet Trio? Natürlich die Gleichzeitigkeit in diesem Sinne, ne? Okay, so, das leitet sich ab. Bezeichnung Trinität. Die heilige Dreifaltigkeit, genau. Wir lesen das ebenfalls in Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Zu den lieben Unitarier, die sagen, es ist eine Erfindung. Oh, Yeshua al-Messihu Akbar. Messihu Akbar. Also, wir lesen das in Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Okay? So geht nun hin und macht zu Jüngern aller Völkern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Meine lieben unitarischen Brüder in Adam, ja, was machen wir denn jetzt? Was bedeutet das denn? Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, was bedeutet das denn? Trinität. Nein, es gibt keine Trinität, um Himmels Willen. Ich bin ein Unitarier. Ich sitze zusammen mit den Muslimen in einem Channel. Hey, lieber Moslem, bist du Sunnite? Ja. Oh, hey, weißt du was? Wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Wir beide dienen denselben Gott. Wow. Ich glaube, da hat jemand etwas vergessen, dass wir nur einen einzigen Gott dienen und das ist Yahweh und nicht den arabischen muslimischen Gott. Den muslimischen Gott, der ist nicht unser Gott. It's wrong zu sagen, hey, der muslimische Gott ist auch unser Gott. What? Nein, ist er eben nicht. Die Muslime glauben nicht an den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Ist falsch. Matthäus Kapitel 28, Vers 19. Wir glauben an eine Dreifaltigkeit. Ein Gott. Ja, meine lieben Unitarier, jetzt, was machen wir denn jetzt? Oh, nein, das ist nicht die Trinität. Ja, was ist es dann? Vater, Sohn, Heiliger Geist, was ist es dann? Es ist einfach, steht einfach nur so aus Spaß da, ne? Jetzt wird es interessanter, Leute. Wenn wir in die Offenbarung gehen, weil die sagen ja, Jesus Christus ist nicht Gott, er war nur ein Prophet. Er hat die Knechtgestalt angenommen. Er war Knecht. Er war Knecht. Und alle Ehre gebührt dem Vater. Denn alles durch den Vater. Weil er Knecht ist auf dieser Erde. Das haben unsere unitarischen Brüder in Adam auch nicht verstanden. Jetzt lesen wir in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Jetzt gucken wir, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Das werden wir gleich herausfinden. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Oh. Eieieiei, was machen wir denn jetzt? Jesus Christus sagt selber von sich aus, fürchte dich nicht, denn ich bin der Erste und der Letzte. Oh, jetzt würden die Unitarier sagen, nein, damit ist was anderes gemeint. Er ist doch nur der Messias. Ja, natürlich. Nur ein Gott spricht so und sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und nicht ein Zweiter, nicht ein Dritter, nur ein Gott spricht so. Ich bin der Erste und der Letzte. Das sind die Worte von Jesus Christus. Ich bin der Erste und der Letzte. Biblisches Leben, ich kenne den Vers schon. Es wird aber noch interessanter. Ja? Jetzt gehen wir in den Johannesevangelium. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück.
Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Johannes Kapitel 8, 13 bis 16. Da sprachen die Pharisäer und sagen, hey, warum legst du von dir aus selber ein Zeugnis? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig, denn ich weiß, woher ich gekommen bin. Übrigens, keiner von den Propheten hat jemals gesagt, ich weiß, woher ich gekommen bin. Jesus Christus sagte aber, ich weiß, woher ich gekommen bin und ich weiß, wo ich auch wieder zurückgehen werde. Boom! Nur ein Gott weiß das. Er ist Gott. Wir dürfen auch viele Sachen nicht vergessen. Jesus hat die Leute auch getestet. Wollt ihr das jetzt auch noch widersprechen, meine lieben unitarischen Brüder in Adam? Wollt ihr das jetzt auch widersprechen? Hat Moses jemals gesagt, ich weiß, wo ich hingehe? Denn du kommst da nicht hin, aber ich weiß, wo ich hinkomme? Nein, das haben die anderen Propheten nie gesagt. Aber Jesus Christus wusste, woher er hingeht, weil er Gott ist. Und er selber sagte, ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Das ist das, was Jesus Christus gesagt hat. Haben die Propheten von sich aus selber gesagt, hey, da wo ich herkomme, das weißt du nicht. Das haben die Propheten nie gesagt. Moses hat das nie gesagt. Johannes hat das nie gesagt. Die anderen Apostel haben das nie gesagt. Aber Jesus Christus hat das gesagt. Er ist Gott. Jetzt würden die unitarischen Brüder in Adam sagen, das ist doch, das kann man doch übersehen. Wir gehen doch zurück in den Vers, ich kann nichts von mir aus selbst tun. Kerle, er hat die Knechtgestalt angenommen. Er wurde Knecht. Was versteht ihr da nicht? Denn sitzen sie noch gechillt mit den Muslimen in den Channels und sagen, ja, wir dienen dem wahrhaftigen Gott. Wir beide dienen denselben Gott. Ihr seid irregeleitet. Aber stark irregeleitet seid ihr. Ihr seid sehr irregeleitet. Jesus sagte, ihr richtet nach Fleisch, ich richte niemand. Aber auch wenn ich, so ist mein Gericht wahrhaftig. Und nur ein Gott richtet. Bam, was machen wir denn jetzt, meine lieben unitarischen Brüder in Adam? Mama mia. Meine lieben unitarischen Brüder und Geschwister, ihr habt mich erleuchtet heute. Mama mia. Oh. Boom. Mama mia, Mario, ich habe heute was Neues gelernt. Hoho. Ui, ich wurde erleuchtet heute. Wir lesen ebenfalls in Johannes Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Wollen wir das jetzt auch ignorieren? Ich und der Vater sind eins. Da, wo ich hingehe, da kommst du nicht hin. Ich weiß, wo ich hingehe, du aber nicht. Das sagt Jesus Christus. Er ist Gott, klar und deutlich. Wir müssen auch das Verständnis haben, dass er die Knechtgestalt annahm. Und er selber sagt, wenn er Zeugnis von sich gibt, dass sein Zeugnis wahrhaftig ist und sein Gericht ist gerecht. Und nur ein Gott spricht so. Ganz einfach. Mehr als nur zu besser kann man es gar nicht erklären. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Büchern, die nicht mal vom Heiligen Geist inspiriert sind. Ey, les mal bitte dieses Buch. Das ist von den Rabbiner XXY. Ich habe eine orthodoxische Judenbibel. Da sagen sie, wurde diese orthodoxische Judenbuch, wurde das von den Heiligen Geist inspiriert, wenn ein Rabbiner irgendwas reinschreibt? Oh nein, oh, was machen wir denn jetzt? Dieses Buch, was die selber schreiben, wurde nie vom Heiligen Geist inspiriert. Und dann sagen sie, ja, aber guck mal, die Rabbiner sagen was anderes. Was hat der Rabbiner mit das Evangelium Gottes zu tun? Was hat der Rabbiner mit das Evangelium? Stehen die Rabbiner bei uns im Evangelium drinnen? Nein. Wurde das durch den Heiligen Geist inspiriert, was die Rabbiner reingeschrieben haben in ihren Talmud? Nein. Der Talmud wurde nicht mal vom Heiligen Geist inspiriert. Hat mit uns nichts zu tun.
Leute. Ja, macht nicht so wie Allah mit seinen zwei rechten Händen. Ja, mit was soll Allah essen? Er hat nicht mal eine linke Hand. Laut Hadith wissen wir, Allah hat zwei rechte Hände. Mit seiner linke kann er nicht mehr benutzen. Es wurde amputiert. Er hat nur noch zwei rechte, laut Hadith. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich kann nicht mehr. Mario, verbreite ein bisschen das Evangelium. Ich küsse doch dein Herz. Sofort. Alles gut. Gottes Segen, mein Bruder, Gottes Segen. Shalom, meine Brüder. Der Herr segne euch. Und Schwester, gestern waren wir auf der Straße und wir verbreiteten das Evangelium. Und mir ist wieder, und es wird mir immer wieder bewusst, wie sehr wir doch die Gemeinschaft brauchen, der Gemeinschaft der Christen. Wir wurden nicht gemacht, um alleine zu evangelisieren oder für uns selbst zu leben. Nein, Gott hat uns geschaffen, damit wir in Gemeinschaft leben. Wir haben einen Gott der Gemeinschaft. Und ich möchte an eure Herzen nochmal appellieren, Geschwister, es wird Zeit, dass wir aufstehen. Es wird Zeit, dass wir rausgehen und gemeinsam das Evangelium verkündigen. Dieser Dienst ist nicht nur für mich oder für Elian Yatan oder für Flex oder für irgendeine einzelne Person. Dieser Dienst gilt uns alle was an. Rausgehen, um das Evangelium zu verkündigen. Wir sehen, in welcher Zeit wir momentan leben, wo verrückte Menschen nach dem Kalifat rufen. Absolute Herrschaft des Islams über unser Land. Kinder werden in Schulen eingeschüchtert, den Islam anzunehmen. Frauen werden hier in sozialen Medien gemobbt, wenn sie den Islam kritisch hinterfragen. In so einer Zeit leben wir derzeitig, wo man Angst haben muss, einkaufen zu gehen, dass da vielleicht eine Bombe explodieren könnte. Und das ist nur so weit gekommen, nicht weil die Menschen gottlos sind, sondern weil wir, Geschwister, vergessen haben, eine Gemeinschaft zu bilden. Wir sind derzeit so beschäftigt mit Zwiespalt, mit Heilabsprüche. Jesus sagt ganz klar, wer nicht sammelt, der zerstreut. Willst du ein Sammler sein oder ein Zerstreuer sein? Steh auf und lass uns verkündigen. Denn dazu hat der Herr uns doch berufen, unser Glauben zu teilen. Dazu wurde der Herr Mensch, dass wir das, was er getan hat, was er am Kreuz vollbracht hat, verkündigen. Und nicht das, was wir tun, sondern das, was er bereits getan hat. Und das ist das Evangelium. Gott selbst wurde Mensch, lebte ein sündloses Leben, erfüllte das ganze Gesetz, starb anstelle der Sünder und das sogar gewollt. Er erfuhr den ganzen Zorn Gottes über sich, anstelle derer, die an ihn glauben. Er nahm all unsere Schuld, er vergab uns all unsere Sünden. Ja, er hat den Tod besiegt, die Sünde, den Satan und die Hölle besiegt. Er regiert im Himmel mit absoluter Macht. Und er kommt wieder. Er schenkt ewiges Leben und lässt die von den Toten auferstehen, die an ihn glauben. Und das ist die Botschaft, die wir allen Welt verkündigen sollten. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Rausgehen, erzähl deinen Nachbarn, erzähl dem Bäcker, wo du Brötchen holst, wo du Brot holst. Jesus liebt dich. Wenn du einkaufen gehst, Jesus liebt dich. Segne die Menschen mit der Liebe Jesu Christi, dass sie berührt werden und umkehren von der Liebe, damit sie umkehren vom Hass zur Liebe. Sei ein Licht in dieser finsteren Welt. Es wird Zeit, an die Verheißung, die Gott für dein Leben hat, zu glauben, aufzustehen und die Verheißung anzunehmen. Wie soll die Welt sich verändern, wenn du sie nicht in die Gegenwart Gottes führst?
Wie soll die Welt sich verändern, wenn wir die Liebe Jesu Christi nicht repräsentieren? Wir sind Repräsentanten der Liebe Jesu Christi. Es kann nicht sein, dass Dämonen hier in Deutschland Fuß fassen, Überhand haben und die Menschen versklaven in einer düsteren, finsteren Religion. Und lass uns nichts vormachen, der Mohammed ist ein falscher Prophet, der Isa ist ein falscher Christus, Allah ist ein Dämon. Und wir sind schuld, dass so viele Menschen konvertieren tagtäglich zum Islam, weil wir uns hinter einem Altar verstecken oder hinter ein Handy oder hinter soziale Netzwerke. Christen sollten wie Kabel sein. Wenn man mit Christen in Berührung kommt, dann entfacht das in etwas. Und genau so sollte es sein. Wir müssen doch, die Liebe Gottes ist doch ausgegossen in unseren Herzen und soll doch von unseren Herzen zu anderen Herzen fließen. Ob du katholisch bist, ob du orthodox bist, ob du Protestant bist. Wir haben einen Herrn. Wir haben einen Herrn. Dann lasst uns auch in dieser Sache in Einheit, im Geist und in der Wahrheit rausgehen und verkündigen. Schmeiß die ganzen Lehrfragen zur Seite, aber wenn du rausgehst, dann verkündige das Wort Gottes, lebe das Wort Gottes, sei ein Teil des Wortes Gottes und fang an zu leuchten. Amen. Letztes Jahr waren wir in Wuppertal. Da waren keine Denominationen, da waren Christen. Ob katholisch, orthodox, Protestanten, die waren als Einheit da und haben gegen dieses Christopher Street Day gepredigt. Da gab es keine Diskussion. Sind rausgegangen, ob das der Emde war, ob es unser Team war, ob es Katholiken waren. Spielte in dem Moment keine Rolle. In dem Moment waren wir Kinder Gottes, wir waren Kinder des Lichts und haben Licht in diese dunkle Welt gebracht. Und so sollte es immer sein. Amen. Und verkündigt das Evangelium und an alle Islamisten, wenn ihr euch vor dem Herrn nicht beugt, wenn ihr keinen Respekt habt vor diesem Land, wenn ihr keinen Respekt habt, dass die Menschen hier Schweinefleisch essen wollen, dann verlasst unser Land. Aber weil hier hat jede Frau die Möglichkeit, die Option, Kopftuch zu tragen oder eben nicht. Aber wenn ihr es schon mit Zwang versucht, dann raus. Wir sind alle nur Gäste hier. Aber ganz schnell. Amen. Ganz schnell. Amen. Gottes Segen, mein Bruder Flex. Gottes Segen, Gott, Bruder Mario. Ganz kurz? Ja. Ja. Okay. Du wolltest was sagen, Bruder. Ja, ganz kurz. Arafat, du hast in den Chat geschrieben, nebenan du Jin. So, jetzt bist du hier hoch. Was willst du denn? So, erstens, die Tesfirs, die er mir gegeben hat, hat nichts damit zu tun, was es hat über Moses gesprochen, aber hat nichts mit dieser Situation zu tun gehabt. Und daran merkt man, dass du kein bisschen zugehört hast, was zweitens, er gesagt hat. Warte damit zu. Wenn du ein Wahrhaftiger bist, geh mit Hamdi Fitra live und kick den nicht, stummschalte ihn nicht. Geh mit ihm live, wenn du ein Mann bist. Du weißt genau, dass er mehr Wissen hat als du und dich zerlegen wird und dass du kein Wort mehr hast. Alles okay. Klar. Hat man gesehen vor ein paar Wochen, ja, genau. Ja, der Bruder Flex, der ist Mann genug, der ist in Gottes Führung und da braucht man nichts dazu zu sagen. Genau. Flex, kann und ich danke, ja. Danke für deine ganz, ganz hohlen Worte, die du ausgesprochen hast. Dein Hamdi wusste nicht mal, dass eine glühende Kohle und ein Stein, was bei 6000 Grad schmilzt, er wusste den Unterschied nicht mal von den beiden. Er kennt den Unterschied nicht mal. Ja? Und ich muss nicht mal bei Hamdi reingehen. Ein Kohle ist nicht. Besteht ein Stein aus Kohlenstoff? Der schreibt, Kohle ist Stein. Besteht. Wie kann man so verblödet sein? Ey, das ist der Wahnsinn. Ey. Egal. Wir müssen uns so mit so solchen Leuten eigentlich gar nicht geben. Was auch immer. Hamdi wurde schlafen gelegt und deswegen
fordert er eine zweite Debatte. Und ich bin auch ganz ehrlich, das hat auch mein Bruder Menzer gesagt, eigentlich sollten wir euch gar nicht debattieren. Ihr seid nur da, um das Evangelium zu verdrehen. Ihr wollt die Wahrheit gar nicht. Er dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Ja, okay. Hamdi hat gewonnen. Okay, alles gut. Ja. Ich habe so große Angst. Es tut mir so leid. Ey, ich bin so erleuchtet. Ich habe große Angst. Tut mir leid. Ja. Ich kann nicht und ich habe mega Angst. Ja. Hamdi kann jederzeit hier hochkommen. Der kann mal über seinen Koran reden und nicht immer über die Bibel. Warum redet er nicht über den Koran? Weil er Angst hat, dass man ihm bestimmte Fragen stellt, die er nicht beantworten kann. Und das weiß der Hamdi. Und deswegen nur Bibel, 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 Bibel und nie Koran. Bei Hamdi habe ich immer nur gesehen, Bibel, 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 aber niemals den Koran. Ja. Darf ich kurz Flex? Ganz kurz. Euer bester Mann wurde einfach schlafen gelegt. Ho, ho, ho. So, ja. Jetzt Herr Bilal. Dankeschön, mein Bruder. Also nochmals Gottes Segen euch beiden und auch die Leute, die im Stream sind. Das, was der Bruder Mario gesagt hat, also ich bin so fasziniert von Gott, ja, und er ist so gnädig, ja, dass er überhaupt erstmal solche, also mehrere, also jeden gebraucht, aber jetzt speziell jetzt für euch beiden jetzt auch, ja, dass er euch so gebraucht. Und ich sehe auch an der Frucht, ich wollte eins sagen, erstmal Flex, ich habe zwei muslimische Brüder noch gehabt, die haben deinen Stream gesehen, ich habe ihnen sehr viel das Evangelium gebracht, aber irgendwie kam das nicht durch, aber ich kann eins sagen, seit er deine Streams am Sehen ist und die haben wirklich den Herrn angenommen vom Herzen, die haben gesagt, das gibt's doch gar nicht, was für Aufklärungen, wie könnten wir so blind sein, und ich sehe, was das für eine Frucht hat, ich war so fasziniert davon, ja, wie Gott ist und wie er euch gebraucht, das sollst du erstmal wissen, ja, sie waren Moslem, sie sind jetzt Nachfolger Jesu, und ich danke dem Herrn dafür, weil das, was ich jahrelang nicht geschafft habe, hat der Herr in einer Sekunde mir gezeigt, wie andere Brüder auch gebraucht, dass sie auf den richtigen Weg kommen, ja. Und den Mario möchte ich auch dafür danken. Ja, man sieht, was für einen Dienst er leistet. Ich weiß, dass er das für den Herrn macht und der Herr ist immer mit ihm. Und ich weiß, dass er auch gesegnet ist, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich, aber das ist das, wenn der Geist in einem wirkt, dann passieren Wunder auf Wunder. Und vor allem. Darf ich dich kurz was fragen? Hast du gerade ihm gesagt, dass er durch unsere Livestreams, ja, durch diesen Livestream, dass er den Herrn, ja, Jesus Christus angenommen hat? Ja, Amen, Amen, preist den Herrn, wow, genau. Ja, vor allen Dingen wegen Aufklärung. Die waren auch auf der Suche, die wussten sehr viel über den Koran, zwar Bescheid, aber das, was du denen da offenbart hast, weil du das ja auch so gut kennst, da haben gesagt, das gibt's doch gar nicht. Dann haben sie auch selber geprüft und sie haben den wahren Weg wirklich beim Herrn gefunden. Ja, preist den Herrn. Wow, ja, wow, alle Ehre den Herrn. Ja. Und hier für den Bruder Mario, ich habe da gerade Johannes 12, Vers Johannes 12, ab Kapitel 37 würde ich gerne vorlesen, weil er eben gesagt hat, was das eigentlich heißt, ja, die Botschaft. Und darf ich kurz vorlesen, Flex? Na klar, go. Ja, also hier steht drin, doch trotz der vielen Wunder, die er getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Genau das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt. Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wird der Herr seine rettende Macht offenbaren? Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte auch, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit ihre Augen nicht sehen. Stop. Und ihre... Hallo? Stopp, ganz kurz. Ja. Die Muslime sagen ja immer, nicht eure Augen sind blind, aber eure Herzen. Lies mal diesen Jesaja-Vers, das haben sie nämlich aus der Bibel geklaut. Bitte nochmal ganz laut, nochmal von vorne, nochmal. Ja, ganz vorne. Doch trotz der vielen Wunder, die er getan hatte, glaubten die meisten Menschen nicht an ihn. Genau das hatte der Prophet Jesaja vorausgesagt. Herr, wer hat uns unsere Botschaft geglaubt? Wem wird der Herr seine rettende Macht offenbaren? Die Menschen waren nicht fähig zu glauben, denn Jesaja sagte auch, der Herr hat ihre Augen blind gemacht und ihre Herzen verhärtet, damit ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht verstehen können und damit sie nicht zu mir umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Hey, warte mal. Das hört sich so an, als hätten sie das von uns geklaut, diesen Vers. Also irgendwo kommt mir dieser Spruch bekannt vor.
Ja, und diese Weissagung, Jesaja bezog sich auf Jesus, denn Jesaja hatte dessen Herrlichkeit gesehen. Viele Menschen darunter, auch einige der früheren Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten sich, die Pharisäer, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Und da geht's ganz kurz weiter. Jesus rief der Menge zu: Wenn ihr mir glaubt, aber ihr nicht an, wenn ihr mir glaubt, glaubt ihr nicht nur an mich, sondern an Gott, der mich gesandt hat. Denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Wenn jemand mich hört und mir nicht gehorcht, bin ich nicht sein Richter, denn ich bin gekommen, um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. Doch wer mich um meiner Botschaft ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch mein Wort, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Ich spreche nicht aufgrund einer Vollmacht. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Und ich weiß, dass eine Weissagung zum ewigen Leben führt. Deshalb sage ich, was der Vater mir sagt, gebiete. Ja, also dort sieht man genau, warum die meisten Menschen verblendet sind und vor allen Dingen, wovor sie Angst haben. Angst haben genau in dem, was er eben gesagt hat. Viele Menschen glauben an den Herrn, nur sie haben Menschenfurcht in der Form, dass sie ausgestoßen werden, dass sie nicht mehr anerkannt werden, dass sie das Leben jetzt, wo sie den Freundeskreis aufgebaut haben, dass sie das alles verlieren. Aber das ist nicht der Sinn davon. Der Sinn davon ist, dass wir leider die Gnade haben, also wir haben die Gnade zur Errettung, aber wir haben eine Zeit, die wir hier nur begrenzt haben. Und da geht es um das ewige Leben. Was nützt mich das Leben jetzt hier, wenn es Friede, Freude, Eierkuchen ist, wenn ich das so sagen darf, aber ich werde nicht errettet. Es geht ja dann, darum geht es ja auch. Und das ist das, was der Bruder Flex und der Mario im Herzen haben. Ja. Genau. Eine Frage. Die Leute reden immer von einem Amir. Wer ist denn dieser Amir? Jetzt mal ohne Spaß. Bilal, wer ist Amir? Welcher Amir? Ich weiß auch nicht, welcher Amir. Ich kenne keinen Amir. Die Leute schreiben immer rein Amir und wer ist das denn überhaupt? Urban, wer ist das? Urban? Der Urban ist auch weg. Also ich weiß nicht, welcher Amir gemeint ist. Meinen die hier unseren Bruder Amir, der auch in Gottes Wort ist? Ich weiß nicht. Also ich habe noch nie von einem gehört, der so heißt. Keine Ahnung, Bruder. Ich habe auch keine Ahnung. Mario, kannst du, weißt du, wer das eventuell ist? Weil die Leute reden seit Tagen über den. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Wer ist das? Wahrscheinlich waren die Amir Ex-Muslim, Arapor. Okay, noch nie gehört. Ich weiß es nicht. Das ist der Bruder von Reza Arapor. Kenne ich auch. Die machen immer Lives und. Ja, der Ex-Muslim, Amir, der Iraner. Kennst du ihn nicht? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Noch nie gehört. Deswegen, Leute, erwähnt diese Namen hier nicht, weil ich kenne diese Leute nicht. Ja? Deswegen, bitte, 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 meine lieben Geschwister und Brüder, I don't know. Ich habe noch nie von denen gehört, nie gesehen. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Okay? Das Ding ist, Leute, wenn du diese Erleuchtung bekommst vom Herrn und wenn du die Wahrheit sprichst, dann musst du dich von gewissen Sachen entfernen und dann reinigst du dich und deswegen weiß ich nicht, wer sie sind. Ne? Bei aller Liebe. I don't know. Okay? Ich bleibe beim Wort Gottes und alles ist gut. Ne? Deswegen, Leute, ich küsse eure Herzen, aber I don't know, nie gehört, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen, alles gut. Ich küsse doch eure Herzen. I love you guys. Okay? Ja. Ich habe verstanden, was du meinst. Genau. Genau. Wow. Es regnet draußen, aber verdammt krank. Okay. Aber an meine christlichen Brüder und Geschwister, ich will euch trotzdem eine Sache sagen. Bitte, bitte, bitte. Haltet euch fern von Menschen, die gegen die Glaubensbrüder und Geschwister schießen. Ich meine das ernst. Ich sage das nicht umsonst. Menschen, die gegen ihre eigene
Glaubensbrüder und Geschwister schießen. Blockiert diese, löscht diese. Ihr dürft mit so solchen Menschen keine Gemeinsamkeit haben. Denn wenn ihr über den Herrn Jesus Christus spricht, wenn ihr über den Herrn Jesus Christus spricht, dann bleibt in der Liebe, okay, und entfernt euch vor Menschen, ja, entfernt euch vor Menschen, die über andere Glaubensbrüder lästern, reden, beispielsweise sich so für gut empfinden und ein brachiales Wissen haben, ja, und sagen, hey, ich habe mehr Wissen wie der, mein Wissen ist so mächtig, dieser Christ kann mir nicht das Wasser reichen. Leute, haltet euch fern davon. Ich sag's euch nochmal, haltet euch fern. Die Bibel warnt uns sogar in 2. Timotheus. Haltet euch fern von dieser. Gottes Segen, meine lieben Geschwister. Gottes Segen. Wir Orthodoxen, Oriental-Orthodoxen, wir haben seit 2000 Jahren diese Kirche. Wir haben so viel Blut und so viel Märtyrer. Im Ersten Weltkrieg wurden 3 Millionen Christen ermordet. Die sind für diese Kirche gestorben. Das heißt, diese Kirche wurde mit so viel Märtyrerblut bis heute gehalten, damit irgendwelche Leute kommen mit einer Lehre aus dem 19. Jahrhundert, um uns das Heil abzusprechen. Diese Menschen haben nicht mal 1% gelitten, wie wir gelitten haben. Würden diese Menschen zum Schwert greifen und sterben für Jesus Christus, wie meine Vorfahren es getan haben? Würden sie das machen? Nein, würden sie nicht. Aber ist Bruder Flexer, ich wollte nur sagen, ich liebe dich, du bist der Beste. Bruder, Bruder, ich gebe mal ein Hadith, bitte, das ist zum Thema, Bruder, du musst das jetzt lesen. Der ist zwar daiv, aber der wurde sehr oft überliefert, also ist der Hassan. Okay, welcher Hadith? Mishkat al-Masabi, also M-I-S-H-K. Ich weiß, wie es geschrieben wird. 1 und dann 3-mal die 5, Bruder, weil zum Thema aus der Bibel geklaut. Und jetzt guck mal. Mishkat al-Masabi, welche Nummer? 1, 5, 5, 5, 5. Also 1, 3-mal die 5. 5, okay. Hast du gesagt, das ist... Nee, der ist daiv, Bruder. Bist du sicher, dass das ein daiv ist? Weil das ist hier ein Sahih, sehe ich gerade. Mishkat al-Masabi, der ist Munker, Bruder, der ist daiv. Aber der wurde sehr oft als daiv überliefert. Und wenn ein Hadith mehrfach als daiv überliefert wird, zählt er als Hassan, also als gut. Aber guck mal, was Mohammed aus der Bibel geklaut hat, Bruder. Guck das mal. Okay. Abu Darda said, I heard God's messenger say, if one of you has any complaints or if... Nicht auf Deutsch, Bruder. Bitte, bitte, nicht auf Deutsch, Bruder. Übersetz auf Deutsch. Das ist sehr gut übersetzt auf Deutsch. Ich küsse dein Herz. Okay, okay, okay. Ganz kurz. Eieieiei, was wir hier schon wieder machen müssen, ne? Jetzt gucken wir mal hier. Abu Darda sagte, er habe den Gesandten Gottes sagen hören, wenn einer von euch eine Klage hat oder wenn ein Bruder von ihm sich darüber beklagt, so soll er sagen, unser Herr Gott, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Gebot ist im Himmel auf Erden, wie deine Barmherzigkeit. Das ist das Vater, so lege deine Barmherzigkeit auf die Erde, vergib unsere Fehler und Sünden, du bist der Herr der Guten, sende etwas von dem Barmherzigen und geheiligt werde dein Name. Oh, der Islam klaut sogar das Vater Unser von uns. Und dann vor allen Dingen die Sachen, die gerade so verbreitet sind, weißt du? Dann siehst du mal, also das ist auch sagenhaft, ist das, ne? Die klauen einfach von uns, Leute. Nein. Ja, Bruder, die sind einfach, die haben einfach Madara Uchiha-Style gemacht. Die haben einfach kopiert. Mit ihren Mangekyo Sharingan, okay, bumm, das Vater Unser, das nehmen wir, das sehen die Christen ja nicht und so. Eieieiei. Allah hat kurz Mangekyo Sharingan eingesetzt. Bam, Mangekyo Sharingan.
Alter, 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 Alter. Ich wusste gar nicht, dass Allah auch Dinger Mangekyo Sharingan einsetzen kann. Das wusste ich gar nicht. Hätte nur noch gefehlt, wenn da steht Vater unser im Himmel. Das Vater hätten die noch dazu schreiben müssen. Wahnsinn, die haben das einfach geglaubt. Hey Mann, Leute, ich sag euch, Mann, der Islam, ich speichere das jetzt ab. Nein, das haben sie doch nicht wirklich geklaut. Doch, Bruder, ich habe ihn noch mehrfach woanders überliefert. Der steht auch bei Sunan Abi Dawud und so weiter. Und Sheikh Albani hat den im 19. Jahrhundert als Taif erklärt. Davor war der Sahih. Also der wurde erst Taif im 19. Jahrhundert, als sie gemerkt haben, warte mal, die Christen lesen unsere Bücher, die könnten das finden. Wir müssen das unbedingt als Taif machen. Und dann kam Sheikh Albani und hat den einfach als Taif erklärt. Einfach so. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Ich habe noch ein paar Hadithe. Ich denke, Gottes Segen, ne? Weil mein Mikrofon ist kaputt, Bruder. Mein Handy ist runtergefallen. Gottes Segen euch. Gottes Segen. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Die, weißt du, was das Schöne ist, Flex? Die glauben immer, weißt du, wir sind jetzt, wenn wir durch das Wort Gottes reden, ja, dass wir uns nicht irgendwie auch anderswo informieren, ja. Und der Teufel, der war zwar listig, Assalamu alaikum. Aber bitte nur ganz kurz stummen, bitte. Aber das Schöne ist, der tut sich ja immer wieder selber aufdecken in der Form. Nur die wollen das ja auch.